Stopp! Ja, nicht aufstehen. Du willst nichts verpassen. Mach den Tab da hinten wieder zu. Hier sollst du bleiben. Ich habe das ganz genau gesehen. Hier gibt's nämlich die Indie Zone, meine Damen und Herren. Ja, also seid bereit. 2 Stunden pure Unterhaltung und Marci. Yay! Nach dem Intro. Alter, Indie-Zone und Marci. Einfach Indie-Zone und Marci. Unterhaltsame Indie-Zone und Marci. Und Marci. Wie geil ist das, Leute? Warte mal, heißt das unterhaltsame Indie-Zone und Marci? Heißt das, ich bin nicht unterhaltsam? Oder einfach nur, ja, der ist auch dabei? Das war der Diss, den ich gerade in die Anmoderation gepackt habe. Also gar nicht so vorfreudig jetzt irgendwie. Ich freue mich, dass du vorfreudig warst bis gerade eben. Schade. Wir sind in der 5. Folge. Oh ja. Der Indie-Zone Staffel 4. Ganz genau. Das bedeutet, die zweite Hälfte ist angebrochen. Ja, oh nein. Aber besonders toll, dass wir schon das 5. Mal hier in diesem Set sitzen können. Das haben wir ja erst seit der Staffel 4. Wenn ihr die Indie-Zone verfolgt, jeden Donnerstag um 16 Uhr, dann habt ihr das hier schon mal gesehen. Das ist ein ganz besonderer Ort, den wir hier geschaffen haben. Das allererste Mal die Indie-Zone angefangen im Homeoffice vor Greenscreen, ist jetzt mittlerweile in Staffel 4 hier in dieses Studioset gewandert. Und ich bin super glücklich, das Ding hier jede Woche moderieren zu dürfen. 8 Wochen lang. Ja, nur noch heute und 3 Wochen. Nur noch kurz. Es ist so schwierig auszusprechen, weil das so ein trauriger Fakt ist. Ja, deswegen müssen wir den jetzt genießen. Ja, ich genieße das auch. Ja, die Sendung heute und die 3, die noch folgen werden. Aber erst die heute. Vielleicht kurz noch ein bisschen in die Vergangenheit gesprungen. Letzte Woche gab es Fairy Fail. Ja, das war ziemlich chaotisch. Fairy Fail ist so ein, wie hast du es genannt? Es gibt so eine Genre-Neuschaffung, ne? Build-and-Run-Plattformer. Bedeutet, wir waren zu viert unterwegs auf einer Map, müssen gleichzeitig als Erster das Ziel erreichen und das Level bauen durch Fallen entweder schwieriger machen oder durch Plattformen einfacher machen. Und das ist auf jeden Fall Krieg. Es war eine ganze Menge Krieg. Aber auch witzig mit den beiden. Ja, ziemlich cool. 2 Leute zu Gast von den Terra Knights. Das war episch. Heute gibt's wieder Multiplayer-Action. Ja. Aber hoffentlich mit weniger Toten. Ja, ich hoffe das auch. Als letztes Mal. Mal gucken. Ich meine, wenn wir spielen, der Death wird's kennen. Der Death wird nicht so häufig sterben, wir vielleicht. Mal schauen, er muss das carryen. Was gibt's heute, Marci? Es gibt heute Tinkertown und das ist besonders toll, weil es der 2. Auftritt ist von Tinkertown in der Indie-Zone NRW. Schon in der 3. Staffel gab es einen kleinen Cameo in der allerersten Fassung, die veröffentlicht wurde. Es war da schon öffentlich, oder? War da schon Early Access gestartet oder war es noch vor dem Early Access Start? Wann war die Folge? Ich weiß, wann der Early Access Start war. Ja, ich weiß nicht, wann die Folge war. Irgendwie auch, es war kalt, glaube ich. Ich glaube, es war kalt. Ja. Es war wahrscheinlich war es schon gestartet. Wahrscheinlich war es schon gestartet. Ja. Und da gab es schon viel Content und viel zu entdecken. Und mittlerweile ist so die Early Access Guideline ganz schön nach vorne geschritten. Und es gibt jede Menge neue Sachen zu entdecken. Und da wollen wir heute reinschauen. Exakt. Vielleicht noch mal so als Nebeninfo. Es ist kein Build and Run diesmal. Mhm. Es ist ein Multiplayer-Sandbox-Game. Ja. Und das hat uns so gut gefallen bei der 3. Indie-Zone-Staffel, dass wir es auf der digitalen Weihnachtsfeier gespielt haben. Genau. Es hat es einfach in unser Privatleben zack auf die Weihnachtsfeier geschafft. Ja. Wir haben unsere Nerdzer Weihnachtsfeier geplant und haben überlegt, ey, was können wir für Spiele spielen? Und natürlich, wenn man an LAN-Party denkt und dann irgendwie gemeinsam spielen, dann ist man schnell bei den Klassikern. Man ist schnell bei Warcraft 3, man ist schnell bei Counter-Strike, man ist schnell bei, keine Ahnung, XYZ. Und wir dachten uns, ey, auch geil wäre Tinkertown, das haben wir in der Indie-Zone kennengelernt und irgendwie fühlt sich das an, als würde das für so eine Weihnachtsfeier ganz gut funktionieren, weil wir haben einen Server dann im Grunde aufgesetzt, da waren dann alle drauf und jeder hat so sein Ding gemacht, hat versucht irgendwie das Spiel zu raffen und Sachen zu erleben und dann ist man immer wieder mal zusammengekommen, dann war der eine in Not und dann Hilfe, rettet mich und dann musste man hinlaufen und die Person finden und retten, das war ziemlich cool. Ja, vor allem, das wissen vielleicht einige nicht, ne? Aber alle, wir haben ja oben noch ein Büro. Ja. Und die schauen ja beim Arbeiten dann meistens auch die Sendung hier oder die Indie-Zone. Und die haben da auch schon dann Narren gefressen. Um Sachen damals, zu lernen. Um Sachen zu lernen. Um zu lernen, wo Unterhaltung herkommt. Ja, zum Beispiel. Wir haben ein Büro. Dingo, seid immer im Homeoffice. Was? Warum sagt das keiner? Ja, und die haben da schon Narren dran gefressen. Und deswegen war das leicht, alle zu überzeugen. Ja. So, allen zu sagen, boah, lass doch mal Tinkertown spielen. Und sie haben es nicht nur in unsere digitale Weihnachtsfeier geschafft, nicht nur in Indie-Zone Staffel 3, sondern auch, wie angekündigt, in Indie-Zone Staffel 4. Und was genau Tinkertown jetzt ist,
Das könnt ihr im folgenden Video. Videospiele werden einfach so schnell erwachsen. Das heutige Spiel dürfte IndieZone-Fans bekannt vorkommen, denn schon in der letzten Staffel wurde uns die erste Inhouse-Produktion von Head Up Games aus Düren präsentiert. Seitdem hat sich im Early Access einiges getan und wir wagen einen weiteren Blick. Gleich geblieben ist, dass es sich bei Tinkertown um ein Pixel-Art-Sandbox-RPG handelt. Mit bis zu 4 Spielern könnt ihr die prozedural generierten Welten mit Schaufel, Spitzhacke, Hammer und vielen anderen Werkzeugen unsicher machen und nach euren Wünschen gestalten. Als Schauplätze erwarten euch zum Beispiel mystische Wälder, wilde Wüsten oder, wenn ihr es etwas gefährlicher mögt, eisige Schneelandschaften. Und diese Orte zu erkunden zahlt sich aus. Ein wichtiger Aspekt ist nämlich nicht nur das Sammeln, sondern auch die Verwertung verschiedener Materialien. Mit den Ressourcen könnt ihr nämlich schönere Häuser und Schlösser, bessere Werkzeuge oder, falls ihr euch in die Dungeons von Tinkertown wagen wollt, mächtigere Waffen herstellen. Und genau da kommen spätestens die RPG-Elemente unseres heutigen Spiels zum Vorschein. Euren Charakter könnt ihr nach eigenen Vorlieben ausrüsten und dementsprechend auch spezialisieren. Neben den üblichen Verdächtigen wie Krieger, Schurke oder Magier habt ihr auch die Chance, euch völlig frei zu entfalten. Gerade im Kampf gegen die mehr oder weniger gefährlichen Monster von Tinkertown ist es natürlich wichtig, gut vorbereitet auf die Gefahren der Umgebung zu sein. Denn auch wenn es sich an der Oberfläche mehr oder weniger friedlich leben lässt, in den Tiefen lauern Gefahren. In verschiedenen Dungeons habt ihr nämlich die Gelegenheit, eure Kompetenz an Schwert oder Zauberstab unter Beweis zu stellen und die mächtigen dort lauernden Gegnerscharen und Bosse zu bezwingen. Für alle Dungeon-Crawler ist im neuesten Content-Update der Wüsten-Dungeon hinzugekommen und bereit, von euch erforscht zu werden. Falls ihr allerdings beim Gedanken an Horden von Skeletten weiche Knie und schwitzige Hände bekommt, könnt ihr die Monster auch einfach Monster sein lassen, um stattdessen ein gemütliches Leben in Idylle zu führen. Neu ist hier nämlich auch die Möglichkeit, Farmer zu werden und euer Feld zu pflegen, um die Nachbarn eifersüchtig zu machen, weil ihr Garten nicht so hübsch aussieht wie eurer. Die Art, wie ihr Tinkertown spielt, bleibt komplett euch und eurer Fantasie überlassen. Wie sieht's aus, Marci und Daniel? Frommes Farmerleben oder mutiges Monstermetzeln? Oh, weiß ich nicht, das heißt eine knifflige Frage. Das ist ja eigentlich so eine Sekt- oder Seltersfrage. Ich stelle die normalerweise. Dungeon. Ich bin Farmer. Ja? Sehr schön. Was ihr seid, könnt ihr auch mal in den Chat schreiben. Ich sehe euch schon da vorne auf dem Bildschirm. Ihr seid hier an unserer Seite, das ist sehr gut. Habt ihr im Laufe der Folge Fragen an entweder unseren Gast oder an uns in Bezug auf Tinkertown oder der IndieZone NRW, einfach geil in den Chat reinschreiben. Dabei sein lohnt sich, denn auch heute gibt es wieder 2 Ticket-Raffles. Also schön fleißig zuschauen, Nerd-Sternchen sammeln und am Ende Spaß und Glück haben und das Spiel gewinnen. Ja. Vielleicht kann man das jetzt schon mal sagen. Man gewinnt nicht nur alleine das Spiel, sondern wir sind nämlich smart. Ja. Wir haben uns überlegt, du hast dann so eine Welt und du willst ja nicht einsam und alleine da sein. Du willst ja nicht dein Haus bauen und es dann niemandem zeigen können. Wo kämen wir denn da hin? Man muss ja Leute neidisch machen. Das ist ja der Sinn daran. Und deswegen gibt es dann gleich jeweils ein Dreierpaket Keys zu gewinnen. Ja, das bedeutet, man kann dann gleich 2 Freunde, Freundinnen dazu holen. Und eine WG gründen. Ja, perfekt. Und ich glaube, dann wird auch das ganze Potenzial von Tinkertown entfaltet, wenn man nicht im Grunde versucht, einfach das Ding als Solo-RPG zu sehen, kurz mal schnell gewechselt, sondern halt mit seinen Kumpels unterwegs ist. Dann macht es richtig viel Spaß. Wie gesagt, auf der Weihnachtsfeier haben wir einige Stunden verbracht in Tinkertown. Es war richtig cool. Es war sehr chaotisch und sehr lustig. Spaß gemacht. Und ganz ehrlich, wenn sich die beiden Gewinner, Gewinnerinnen kennen, können sie zu 6 spielen. Uff. Oh, Wir werden jetzt auch nicht nur noch 2 bleiben. Wir wollen das Ganze ja auch zu dritt weiterführen. Und deswegen möchte ich unseren heutigen Gast gerne ankündigen. Ja? Jetzt ist deine Zeit gekommen. Herzlich willkommen, Julian von Head Up Games. Yay. Ach so, Dann soll ich alleine klatschen. Oh, das ganze Studio, wir haben hier richtig Live-Publikum ohne Ende. Alle klatschen wie verrückt. Julian, ich grüße dich. Massi, Daniel. Ja, ich grüße euch. Daniel, ich grüße dich auch. Und Massi, grüße dich auch. Prost. Ja, Prost. Oh, das ist ein, Prost. Auf den Chat, auf Tinkertown, auf Julian. Worauf trinken wir noch? Auf dir, der sich gerade davon schleicht. Auf alle Leute. Prost. Ihr guckt ganz ertappt. Ich habe schon getrunken. Wir hätten anstoßen sollen, ne? Ach, toll.
Lecker. Ja, schön, dass du da bist. Ja, sehr schön, hier zu sein auch. Ich glaube ja, dass die Teaser und auch die Weihnachtsfeier, da waren wir ja leider nicht zugegen. Ja. Hätte man euch gar nicht mal einladen können zu unserer Weihnachtsfeier. Ja, was war da los? Ja. Nein, also, und natürlich, also sehr schön erklärt. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich nicht mehr viel zu sagen. Jetzt weiß ich nicht, was wir noch in der restlichen Zeit machen sollen. Aber ja, vielleicht kann ich ein paar Fragen beantworten. Ich finde es auf jeden Fall schön, hier zu sein. Und ja, ich bin gespannt. Sehr schön. Es wird gleich noch schöner werden, denn wir haben zwei Überraschungen für dich. Ui. Oh. Eins davon ist eine Überraschung, das andere vielleicht. Oh ja, warte mal. Nummer eins, lass uns doch erst, wollen wir erst unser Ritual fortführen und Keks über den Tisch schlittern? Ja, wir haben sie da drüben. Oh Gott, sie sind versteckt hinterm Sofa. Ja. Erklär noch mal, was es damit auf sich hat, weil das echt ein bisschen weird ist. Es ist weird. Vor allem, wenn die mit Gaffertape zugemacht sind. Ja, warte. Also, du schaust gerade noch sehr skeptisch. Ja, ich habe Angst vor diesen Keksen. Es sind geile Kekse. Wir hatten Fonzie Games zu Gast. Ja, den Markus von Fonzie Games von Cypher 61. Und er hat uns erzählt, immer wenn er mit seinem Kollegen auf Game Jams fährt, dann nehmen die diese Kekse mit. Dank. Ja. Das war irgendwann ein Insider. Und deswegen, die haben die dann mit zu uns mitgebracht. Und jetzt haben wir gesagt... Oh, da ist ein bisschen Gaffertape am Keks jetzt, aber das macht ja nichts, ne? Nee, Dreck reinigt den Magen. Darf ich schon reinbeißen? Wenn du möchtest, ja. Klar. So, auf Fancy Games. Und genau, Prost auf euch. Und seitdem haben wir es hier als Ritual eingeführt, dass wir ihre Kekse auch jedem geben. Oh. Die schöne, das schöne. Und die sind quasi ein Teil der Set-Deko, die sie mitgebracht haben. Jetzt ist halt schon eins der Pakete aufgegessen, aber wir haben noch ein ganzes Paket Kekse. Ich muss dir was gestehen, Daniel. Du hast die auch außerhalb der Sendung gegessen. Ja. Ich war letztens dran. Das war jetzt unnötige Härte. Ja, ich war letztens, ich habe den Mittag gegessen und ich habe was Süßes gesucht. Und ich wusste, das ist das einzige Süße, was wir im Studio haben. Was mit mir? Du warst nicht da. Ja, naja. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt immer diese Kekse essen. Mhm. Das ist ein Ritual geworden. Ja, die sind lecker. Also sind von daher. Ja. Was steht da? Sunday. Nice. Sunday. Vielleicht sollen wir die nur am Montag essen. Sonntag. Sunday. Vielleicht sollen wir die nur am Montag essen. Ja, Daniel, dreh doch mal schnell was. Ich mach mal das nächste an. Lass uns doch nicht so lange reden. Lass uns mal so lange wie möglich. Du weißt doch, dass da irgendwann nur noch Blödsinn rauskommt. Einfach verweilen. So, ich mach's, das. Mach's jetzt schön hier. Ja, okay. So, erzähl mal warum. Jetzt, Daniel, schnell. Ja, gut. Ja. Ein Glück, dass heute Montag ist, Leute. Ein Glück. Denn da lässt sich's am besten daten, ja? Du hast vielleicht schon die ein oder andere Folge in die Sonne NRW gesehen und weißt, was dich jetzt hier erwartet, nachdem du dich auf diesen wunderbar gemütlichen Platz gesetzt hast. Nämlich das sogenannte Dev-Date. Wir haben es gerade sehr gemütlich gemacht. Sehr romantisch, wie ich finde. Also, wenn man sich das Teelicht hier anschaut, ja, viel mehr keine ist nicht Kosten drin. Und Mühen gescheut, ganz ehrlich. Budget war alle. Das war alles, die was wir noch. Die Kekse sind alle. Ja, genau. Und jetzt lass uns dich doch mal kennenlernen. Wir, das sind Marci und ich, und die Zuschauer, während du diese wichtigen Entweder-Oder-Fragen beantwortest. Oh Gott. Einfach das sagen, was dir zuerst in den Sinn kommt. Ich habe Angst. Ein paar von denen sind allgemein, ein paar von denen sind ulkig, ein paar von denen sind vielleicht in Richtung von Tinkertown gemünzt. Wir werden das sehen. Bist du bereit? Nein. Gut. Süß oder salzig? Süß. Schwimmen oder Fahrradfahren? Schwimmen. Hände oder Füße? Hände. Weirde Frage. Videospiele oder Brettspiele? Oh. Aha. Aha. Oh Gott. Ich sag trotzdem Videospiele. Okay. Ich bleib bei Videospielen. Schnee oder Sand? Das sind echt taffe Fragen. Echt. Also ich würde, ja doch, Schnee. Sagen wir Schnee. Okay. Nahkampf oder Fernkampf? Das tendiert, aber ich glaube tatsächlich, Fernkampf. Fernkampf. Wenn du ein Haus baust, aus Holz oder aus Stein? Holz. Mhm. Außer in Tinkertown, da baue ich aus Stein. Aus Gründen. Smart. Vorliebe von dir in Tinkertown, bauen oder erkunden und kämpfen? Erkunden und kämpfen. Okay. Du hast
du hast bestanden. Ich würde das Blind Date mit dir weiterführen. Ich würde dich wieder daten. Du bist ein ganz schönes Luder, ne? Also das klang jedes Mal gesagt. Ja, aber tatsächlich ja oder nein wäre egal gewesen. Also ja. A oder B. Ich meine, vielleicht kommt noch ein Dev, wo ich sage, hey, du kannst jetzt wieder gehen. Ja, boah, das ist mir jetzt wirklich, du bist mir nicht mehr sympathisch. Boah, das ist weird jetzt. Bitte mach's hier nicht mal alleine weiter. Laufen die ganzen Dates eigentlich parallel bei dir? Oder, Ja, ich habe die letztens wieder mit Markus getroffen. Ja, okay, ja. Nett. Und Patrick von Hourglass, der ist morgen dran. Meine Sidechicks. Du weißt, dass ich das gerade alles höre. Jetzt mit seinen Gefühlen. Ey, weißt du schon, was wir heute vorhaben? Wir wollen jetzt mit dir ein bisschen schnacken und nochmal ein paar Insights uns raussuchen und herausfinden über Tinkertown und was bei euch hinter den Kulissen so abgeht bei Head Up Games, weil ist ja auch nicht alles, was ihr macht. Da gibt es ja jede Menge zu erzählen. Das ist ja also extrem vielseitig, euer Aufgabenfeld und euer Alltag. Das wollen wir abgrasen. Und dann verziehen wir uns das allererste Mal in der Indie-Zone ever in ein weiteres Set und werden dort uns in ein Getümmel namens Tinkertown stürzen und in einer von euch vorbereiteten Welt spielen, damit wir möglichst viele coole Sachen entdecken können. Vorbereitet ist gut. Ja. Ja. Aber ja. Der Weg ist geebnet, soweit man halt ein Sandbox-Game vorbereiten kann. Das ist sehr cool, das ist unser Plan für heute. Und dann am Ende, weißt du ja schon, wissen die Zuschauer, gibt es nochmal Pitch Please, ein sehr großartiges Format, in dem ihr nochmal die letzte Chance habt, Tinkertown kennenzulernen und das in der kürzesten Zeit, die man sich vorstellen kann, nämlich nur 60 Sekunden. Kürzer geht nicht. Kürzer geht wirklich nicht. Geht einfach nicht. Ist nicht möglich. Stellan Kekes schreibt gerade im Chat, du bist also ein Fernkämpfer mit großen Händen, der sein Holzhaus in der Schlehenlandschaft gebaut hat, süße Sachen isst und ab und zu schwimmen muss. Ja, das kann man so ganz gut zusammenfassen. Das trifft, ja. Das ist nice. Die neue Twitter-Bio. Die wird jetzt auch am Start. Nice. Hervorragend. Übrigens, weil du so schöne Worte über den Beitrag gesagt hast, Steinletter Keks hat den Beitrag gesprochen. Das war sie hat ihre Stimme verliehen für den Tinkertown-Beitrag. Ja. Ich fand auch wieder sehr schön. Hat sie sehr gut gemacht. Ja. Süßes Stimmchen hat sie. Das finde ich nämlich auch. Ansonsten, wer von euch noch süße Stimmen hat oder Stimme in den Chat tippen möchte, der macht das ganz gerne, denn wir werden hier auf so viele Fragen wie möglich eingehen. Am besten Fragen, die Julian betreffen, weil uns seht ihr hier jeden Tag. Genau. Das würde sich einfach nicht lohnen, so. Ich glaube auch. Wir haben auf jeden Fall schon festgestellt, haben wir in der letzten Indie-Saison gelernt, dass der Chat nur zu unseren Gästen nett ist und zu uns nicht so. Ja, ist auch richtig. Also, da sind wir ganz schön getrieben. Ja. Ey, wir haben eben schon gesagt, Tinkertown war schon mal in der Indie-Saison. In der letzten Staffel, also gar nicht vor allzu langer Zeit. Trotzdem hat sich richtig viel getan. Aber vielleicht zuerst einmal, du warst nicht dabei das letzte Mal. Warum haben dich die anderen dieses Mal vorgeschickt? Gab es irgendwelche Gründe? Was haben die über uns erzählt? Ach Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß auch tatsächlich nicht, wer letztes Mal da war, ehrlich gesagt. Ich glaube tatsächlich, also es ist gut möglich, dass es Nico war. Nee. Nicht? Gregor? Gregor und Can. Ich weiß, genau, ich habe überlegt, Gregor und Can. Gregor ist ja immer, der lässt sich normalerweise ja nicht zweimal bitten. Genau. Ich meine, Gregor ist ja auch unser Pressemensch, ne? Der ist da auch ein sehr kommunikativer Mensch. Da würde ich mich tatsächlich selber auch noch zu zählen, so ist es nicht. Aber mein eigentliches Aufgabenfeld generell bei Head Up ist das Eventmanagement. Mm. Das heißt, ich bin natürlich auch so viel unterwegs. Ich plane die ganzen Messestände und so. Und ich glaube tatsächlich auch in dem Zeitraum waren auch einiges zu erledigen an Nachbereitungen. Mm. Und vor allem, das war ja, ich glaube, mitten um den Launch rum. Mhm. Ja. Und also da war noch sehr viel, was getan werden musste. Und da hat es einfach mehr Sinn gemacht, wenn die beiden Jungs das übernehmen. Ja. Ja. Und ja, jetzt, jetzt kam ich nicht mehr drum rum. Keine Ausreden mehr gefunden. Kann da niemand mehr vorschicken. Ja. Na gut, hier ist gerade eine wichtige Frage schon von Malisch gewesen. Wir sind halt alle schüchtern. Grüße an die Couch und den Chat vom Team. Ja, Grüße. Ach, Grüße zurück. Grüße zurück. Ja, liebe Grüße. Ich bin alleine. Blinzle dreimal, wenn du gefangen gehalten bist. Ja. Malisch hat gerade schon gefragt, kann man die Sandwürmer reiten? Vielleicht greifen wir ein bisschen was vorweg, aber bevor wir die Frage vergessen. Ich bin ein Riesenfan von offen gehaltenen Antworten, aber im Moment kann man es nicht. Mhm. Ich glaube auch, es wird sehr schwierig umzusetzen. Was man sagen muss, ist generell, wenn ihr Sachen habt, die ihr euch wünscht in diesem Spiel, das ist das Geile an Tinkertown. Wir arbeiten sehr viel mit der Community. Da kommen wir bestimmt auch noch mal drauf zu sprechen. Dann kommt in den Discord und schreibt es dahin in den Feature Request. Und wenn genug Leute das wollen, vielleicht passiert es irgendwann. Ja. Aber aktuell, nope. Malisch macht dir einfach 30.000 Accounts. Ja. Oder du programmierst es selbst ein.
Oh, das ist auch. Da seid ihr also ganz offen, ja. Also wenn die Leute die Arbeit machen wollen, ja. Gerne du. Da ja. Können wir uns drauf einigen. Ich glaube, wir brauchen irgendwann Mod-Support und so. Ja. Also, ja. Du hast schon gesagt, das letzte Mal war so ein bisschen so der Early Access Release von Tinkertown Thema bei euch. Wenn du nochmal kurz jetzt so zurückdenkst, wie ist das jetzt gelaufen? Was ist bisher passiert? Kannst du einmal kurz abreißen? Also, was schon krass ist zum Launch. Waren es tatsächlich nur zwei Leute, die aktiv an dem Projekt gesessen haben. Das waren der Phil und der Nico. Stimmt, ja. Die wirklich eigentlich das komplette Projekt aufgezogen haben in seiner gesamten Form, wie ihr es dann im Early Access erlebt habt. Einzig und allein der Dungeon, also der gesamte Dungeon-Content, war so ein bisschen am Wackeln, weil wir nicht wussten, ob wir das zeitlich noch umkriegen. Mhm. Wir hatten aber eine Deadline, die wir auch unbedingt einhalten wollten. Und das war auch tatsächlich der Punkt, wo ich dann auch mich mit in das Projekt begeben habe, um den Jungs da für das gesamte Level-Konzept und den Content unter die Arme zu greifen. Und das war schon sehr cool. Das hat auch Spaß gemacht. Und dahingehend haben wir dann auch das Team mit und mit weiterentwickelt und ausgebaut. Das Projekt hat ja auch super, super Fahrt aufgenommen. Die Leute fanden es total toll. Und dementsprechend war für uns ja von vornherein auch eine Roadmap da, die wir verfolgen wollten. Und so haben wir dann mit und mit versucht, eben die einzelnen Content-Steps, die es eben gab, abzuarbeiten. Das hat sich viel geändert und gedreht. Also wir haben jetzt immer noch drei Biome, aber wir haben zum Beispiel jetzt den neuen Dungeon, den werden wir ja auch heute schon ein bisschen sehen, wenn alles gut läuft. Ja. Und natürlich gibt es noch einiges an anderen Content, wie das Farming, das war ja auch schon genannt, Fishing und generell ganz viele neue Rohstoffe bzw. neue Crafting-Möglichkeiten, wie man sich umbaut. Wir haben ganz viel gemacht, es gibt jetzt neue Services, um zum Beispiel auch einen Server hosten zu lassen, damit man dann gar nicht mehr den Stress hat und jederzeit drauf kann. Wir haben eine total tolle Community, die auch Server haben und anbieten, wo dann man frei drauf kann. Ist auch total nett. Ja, also es wächst und es wächst auch immer noch weiter. Und ich bin gespannt, wohin es wächst. Ja, mega cool. Also vor allen Dingen, dass es halt so zu zweit gestartet ist und dann auch firmenintern immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und ich glaube, bei Head Up Games ist man also auch als Eventmanager mal so Teilzeit-Game-Designer und springt dann auch mal mit rein und entwirft mal so ein Dungeon zwischendurch. Ja, also ich habe ja auch Game Design studiert. Also es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich aus der Entwicklerschiene komme und dann bei Head Up aber mehr so meine neue Berufung gefunden habe. Mhm. Das war die Portierung habe ich tatsächlich mit angefangen. Mhm. Dann habe ich sehr viel noch beim Community Management ausgeholfen. Und aber da auch schon damals die Events für mich immer total das Ding waren, wo ich so gerne auch Stände entwerfe und entwickle, ist das für mich dann irgendwie der Bereich gewesen, in dem ich dann die meiste Zeit eigentlich auch verbracht habe. Und letzten Endes das jetzt auch das ist, was ich hauptsächlich mache. Ja, cool. Ja. Super cool. Also ist der Alltag nicht so eintönig. Ist mega geil. Nee, gar nicht. Aber ich glaube, das ist bei fast keinem von uns so. Mhm. Also wir versuchen ja auch irgendwie immer alle miteinander unterzukriegen. Wir sind jetzt 17 Leute. An Anfang des Jahres sind wir ja mit Thunderful verwachsen, sage ich mal. Wir sind zwar immer noch unabhängig. Also das heißt, wir kochen gewissermaßen immer noch unser Süppchen, aber gemeinsam. Das ist sehr cool. Und wir haben super viel Support von den Jungs, deswegen sind wir jetzt auch, glaube ich, knapp 40 Leute. Das ist schon krass, auch alle miteinander unterzukriegen und so. Aber es macht auch sehr viel Spaß. Und ich kann es eigentlich nicht erwarten, wenn man die anderen Menschen auch mal kennenlernt. Mhm. Weil natürlich über die Pandemie jetzt, ne, ist so viel gewachsen und man hat sich aber noch nicht gesehen. Ja. Ja, krass, was das alles so. Aber ihr kommt trotzdem gut damit klar, so. Und auf jeden Fall. Early Access so. Also wir haben jetzt. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt stetig neuen Content geliefert. Wir sind auch ungefähr so bei fast der Hälfte von dem, was wir machen wollten, schon angekommen. Und das ist ja auch nur der Content, den wir bis zum Launch haben wollen. Und was dann kommt, das steht noch in den Sternen, aber da. Ja, oder irgendwo, wo man es nicht sieht. Also, genau. Und ihr, um nochmal bei dem Early Access zu bleiben, weil ich das damals auch sehr spannend fand, da habe ich mit deinen Kollegen drüber gesprochen, warum sich dafür entschieden wurde und was da so die Vor- und Nachteile sind und so. War das jetzt für euch durchweg positiv? Oder gibt es da auch so ein paar Sachen, wo du sagst, so Early Access, es gibt Punkte, da muss man nochmal genauer drüber nachdenken. Vielleicht auch spannend für Devs, die sich da noch gerade entscheiden, will ich Early Access machen oder nicht? Ja, also ich finde generell ist Early Access eine super Sache, wenn du dir überlegst, du hast ein Spiel, was viel Content bietet und auch mehr oder weniger, also es ist ein bisschen schwierig, weil wir haben tatsächlich mehrere Formate auch selber schon ausprobiert. Tinkertown ist ein Spiel, was sich zum Beispiel super anbietet, weil es ist ein Sandbox-Spiel, du kannst einfach rein, du kannst experimentieren, du kannst Sachen machen und dann kommt immer wieder mehr Kram dazu.
Und das hält dich natürlich auch am Ball, das macht dir selber auch persönlich Spaß. Und dann ist es auch cool, wenn du jetzt schon was ausgibst und jetzt schon viel Möglichkeiten geboten hast und über diesen Zeitraum des Early Access auch immer wieder was nachkommt. Mhm. Nehmen wir mal an, du hast ein Adventure, da wird es schwieriger, weil ich sag mal, du hast deine Portion Adventure am Anfang gemacht, sagen wir mal, du machst mehrere Kapitel, dann ist das Kapitel abgeschlossen und dann wartest du. Und kannst du erstmal nichts anderes machen. Ne? Das ist ja auch nicht schlimm, aber dann musst du halt das Spiel beiseite legen und dann irgendwann, wenn das nächste Kapitel kommt, wieder aufgreifen. Und das ist immer eine Überlegung, die man danach muss, weil die Leute warten. Und es wird immer schwierig für einen Titel, wenn der Titel zu lange still bleibt. Ja. Und dementsprechend ist es immer eine Sache, dass du für dich entscheiden musst, wenn ich Early Access mache, dann ist es erstens, um auch mit der Community agieren zu können, damit ich auch Feedback von denen sammeln kann für die weiteren Sachen, die ich machen möchte. Und natürlich auch der Gedanke, wo will ich mit dem Titel hin und kann ich den Leuten auch genug bieten in dem Zeitraum, die der Early Access läuft. Ja, also ich glaube, ich finde gerade bei dem Genre bietet sich Early Access halt einfach also richtig krass an. Gerade wenn man sagt, ey, man kann ja noch gar nicht alles aufs Papier bringen, was wir alles implementieren wollen und kriegt dann auch nochmal vielleicht neue Windrichtungen während des Prozesses dann durch die Community und durch die Spieler, was halt wie zum Beispiel, was war das, was man reiten sollte? Sandwurm, den man reiten sollte. Vielleicht irgendwann wird das ein Ding und man denkt darüber nach und hatte das erst gar nicht so auf dem Zettel. Ich glaube, die Gefahr ist halt einfach nur, weil es halt so, es gibt halt so viele schwarze Schafe, die das halt dann, das so ein bisschen für sich vielleicht missbraucht haben, das Thema Early Access und dann das halt bei manchen halt so ein bisschen schwierig gesehen wird. Wenn aber eine stetige Entwicklung da ist, glaube ich, ist das halt eher eine Win-Win-Situation für alle Parteien. Die einzige Frage, die ich jetzt einmal an dich stellen möchte zum Thema Early Access, glaubst du, dass man diesen Knall, den man beim Release einmal hat, hey, unser Game ist jetzt da, ist im Early Access, das und das könnt ihr schon machen und man merkt aber, okay, cool, da kommt halt so regelmäßig Content. Kriegt man dann, jetzt ist es draußen, nochmal einen Knall hin? Das ist schwer. Also das ist schon wirklich, du darfst dir nicht denken, ich mache jetzt einen Early Access Launch und wenn dann der Full Release stattfindet, ist das nochmal so ein Riesenknaller. Mhm. Sondern das ist dann wirklich eher ein kontinuierliches Aufbauen der Community und der Hype wird eher dann zum Early Access generiert. Mhm. Wobei das auch immer ganz drauf ankommt. Also Games-Branche generell ist ja immer schwierig. Du kannst es nie so richtig absehen. Aber ich fand auf jeden Fall, dass das, ja, also ich finde es schwierig, so sagen zu können. Mhm. Ich kann mir vorstellen, wenn genug Content da nochmal mitkommt quasi, ne? Also wenn wirklich nochmal, keine Ahnung, jetzt bei dem Beispiel, neues Biom und das und nochmal so ja, genau. Das Ding, ja. Dass halt einfach genug Content da ist, um sich wie ein richtig großes Content-Update oder wirklich ein großes Release anfühlen zu lassen. Stell dir vor, also die Presse zum Beispiel. Ich glaube, dass Early Access auch ein schwieriges Thema für die sind, weil sehr viele, glaube ich, ein bisschen Abstand haben. Das Spiel ist noch unfertig. Klar ist das kommuniziert. Aber da lässt dann doch noch relativ viele lassen dann die Finger erstmal davon. Und die Bewertung ist halt schwierig. Genau, die Bewertung ist auch schwierig. Ne? Was machst du? Bewertest du jetzt nach den Maßen dessen, was das Spiel bieten will gerade schon? Oder bewertest du nach dem, was du von dem Spiel erwartest? Kannst du das und darfst du das dann auch schon erwarten? Und natürlich auch, weil sehr viele Early Access Titel immer auch, es gibt viele Problemfälle auch, ne? Das darf man auch nicht wegretuschieren. Ja. Und dementsprechend ist man da vorsichtiger. Und das hat natürlich dann vielleicht nochmal einen guten Effekt, wenn dann der Release tatsächlich kommt, dass man dann nochmal auf jeden Fall mit der Presse nochmal in einem größeren Kontakt steht und da dann auch nochmal vielleicht noch eine gewisse Art von Hype generieren kann. Mhm. Ja. Aber heutzutage, ich sag mal, es ist ja viel mehr über Influencer und über Content Creator und so, in dem man auch die Spiele kommuniziert. Und da macht Tinkertown zum Beispiel einen guten Eindruck, weil es Early Access ist und man halt kontinuierlich neues Zeugs geliefert kriegt. Ne? Ja, wo du gerade sagst, neues Biom, da fühle ich mich dran zurückerinnert, als dann ein komplett anderes Genre, lässt sich überhaupt nicht vergleichen, aber PUBG, immer wenn eine neue Karte da war, war auf einmal nochmal so ein richtiger Hype da. Ja. Und die haben das ja, keine Ahnung, ob irgendwann mal so ein vernünftiger Release stattgefunden hat. Aber es war halt immer so ein neuer Content und alle so, oh cool, ja, dann schaue ich aber noch mal rein. Ich kann mir das vorstellen, dass das gerade durch sowas, was halt dann einmal so komplett neu ist, also nicht so ganz viele kleine Inhalte, sondern okay, neues Biom, neuer Dungeon, neuer Boss, neuer irgendwas, was halt so richtig, also so ein Gamechanger sein kann, dass das halt so diese Situationen sind, die so einen Hype auslösen können und dann Leute noch mal bewegt, ey, jetzt gucke ich aber noch mal rein und guck mir an, wie sich das Spiel entwickelt hat. Auf jeden Fall. Ich meine, du hast es ja auch mit Full Releases, ne? Mhm. Among Us
war Jahre oder war auf jeden Fall lange Zeit schon draußen, bevor überhaupt erst der Hype kam. Ja, ja, ja. Rocket League war ähnlich, ne? Ja, ja. Also ich, Rocket League weiß ich nicht. Also bei Among Us habe ich es nur mitverfolgt. Das Spiel war eigentlich schon kurz davor wirklich gecancelt zu werden und die Entwickler waren schon kurz davor zu sagen, es klappt nicht. Und dann kam, ich glaube, über Südkorea tatsächlich dann so der erste Hype, weil die das entdeckt haben und so ein großer Streamer das im Endeffekt total toll fand. Man kann's nicht planen, ne? Und ja, und zack, auf einmal spielst die ganze Welt, ne? Und jeder kennt's. Diese Influencer, das heißt, Indie-Devs, wenn ihr ein geiles Spiel haben wollt, dann schickt das Montana Black. Oh Gott. Und dann spielt er bei Tinkertown und dann spielen das alle. Wie ist das? Nee, aber es hat sich ja auch euch für euch gelohnt, dieser Early Access, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass es natürlich irgendwo mehr Aufwand ist, weil du auch in der Kommunikation mit der Community sein musst und dann die Updates andauernd irgendwie mit denen kommunizieren musst und so. Ja, das Filtern, ne? Das ist, glaube ich, das. Das Filtern deren Feedbacks. Ja, genau. Aber da habt ihr so ein spannendes System, oder nicht? Ja, ja, ja. Also, wir haben das auch jetzt gerade erst eingeführt. Das System nennt sich Codex. Es ist relativ simpel. Eigentlich funktioniert das, oder das Schöne ist, es funktioniert mit Discord. Wir haben eine Einbettung im Endeffekt in das System. Mhm. Das ist von den Jungs von Curious Expedition, von Maschinenmensch. Die haben das tatsächlich mit entwickelt und haben uns das zur Verfügung gestellt. Und das im Endeffekt, wenn Leute etwas wollen, was sie total toll finden, jetzt zum Beispiel den Sandwurm, ja, den reitenden Sandwurm, dann markieren die das mit einem Command, dass sie das gerne hätten in unserem Feature-Request. Und wenn genug Leute das auch wollen, dann können die es über einen Emote im Endeffekt mit abstimmen. Mhm. Und sobald genug abgestimmt haben, dann wird das in unserem System hinterlegt. Und wir wissen auf jeden Fall schon mal, alles klar, das ist geil. Mhm. Was schwierig wird, ist, wenn jetzt 5 Tage später auch jemand den Sandwurm postet, weil er den Post von vor 5 Tagen nicht gesehen hat, dann haben wir irgendwann 30 Sandwürmer da drin stehen. Das ist aber seltener der Fall. Und das kann man auch dann wieder gut rausfiltern. Deswegen, das funktioniert sehr gut. Dasselbe gilt auch für die Bugs. Also natürlich ein Spiel, was kontinuierlich in der Entwicklung ist und immer wieder rauskommt, hat immer wieder irgendwelche Fehler. Und damit können wir das auch sehr gut nachverfolgen und dann uns damit beschäftigen auch. Und ja, Community ist super wichtig, was das betrifft dann. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass auch so Tinkertown, also großes, wuseliges Game, auch so ganz viel Platz für Cameos irgendwie schafft. Also ich habe das ja schon oft irgendwie gesehen, dass gerade bei Indie-Entwickler, dass halt so mal Figuren aus einer anderen Welt irgendwie auftauchen oder Cameo feiern. Wenn ich da an Sandwürmer denke ich an Dune, ist jetzt bald großer Kino-Release, vielleicht da mal anrufen und sagen, hey, wie sieht's eigentlich aus? ich kann schon sagen, es gibt das ein oder andere Cameo jetzt schon. Mhm. Wir haben auf jeden Fall immer wieder auch Referenzen zu bestimmten Sachen. Und es wird auf jeden Fall auch noch mehr kommen. Ja, ja, also ich glaube, so Popkulturelles aus dem Rollenspiel-Genre, so, das ist halt immer mal wieder, will man ja, man sucht das ja und erwartet das ja schon fast. Guck mal, auch Head Up ist ja auch so groß, auch titeltechnisch gibt es ja auch schon so lange, dass wir auch genug Titel haben, wo wir selber sagen, guck mal, von dem Spiel hätten wir so gerne den Charakter auch mal drin als Cameo. Ne? Ja. Von daher, das ist eine Sache, die wir auch toll finden und auf jeden Fall auch, Ja, mega gut. Das heißt, wir können später auf Cameo-Suche gehen im Gameplay, ja? Würde ich dir nicht empfehlen. Das bin ich neugierig. Ja, Fee schreibt schon gerade, Marci will nur wieder Bob platzieren. Also wenn ihr einen Roboter braucht, der irgendwie ganz süß ist und cool aufschaut, also dann können wir natürlich da Bob auch für, ich sag nur, also ja, bereitstellen. Können wir mal drüber sprechen. Ja, gut, sehr gut. So, Einladung hat sich gelohnt. Zick. Pixel Bob. Ja. Oh, süß. Ja. Schön wäre das. Ja. Ich habe gerade noch irgendwas im Chat gesehen. Ich gehe noch mal ganz kurz hoch. Achso, ging wieder um den Sandwurm. Ja. Es wurden Pläne geschmiedet. Also müssen wir alle paar Tage genug Leute finden, die einen Sandwurm-Post erstellen, damit das Entwicklerfeed voll mit Sandwürmern ist. Dann müssen sie es implementieren. Also erstmal, ja, wir müssen gar nichts. Nee, das stimmt nicht. Aber wir werden sicherlich, also das haben wir ja jetzt auch schon, wir haben so viel Content schon mit über die Community jetzt schon auch rausgebracht. Das Farming zum Beispiel war ein großer Wunsch. Also das, viele hatten, wir hatten das auf dem Plan, wir wollten das einbauen, aber dass es halt so gefragt war, hatten wir jetzt nicht erwartet, auch so früh, dass wir uns da auf jeden Fall auch sehr mit der Community bewegt haben und gesagt haben, dann machen wir dieses Content-Update vorher und geben denen im Endeffekt schon die Möglichkeiten, das jetzt schon bald auszuführen.
Und das gilt mit einigen Sachen. Also Kleinigkeiten auch. Ne? Also jeder von uns, wir sind ja selber auch aktiv im Discord. Mhm. Wir sind also die ganze Zeit, wenn es um die tägliche Kommunikation geht, auch übers Homeoffice jetzt, waren wir eigentlich immer im Discord-Channel. Natürlich kleiner, privater. Aber da konnten wir dann auch natürlich immer wieder mal rüberblättern. Was sagen die Leute gerade in dem Chat und so. Mhm. Das war schon sehr spannend auch mitzukriegen, was die Leute sich wünschen, was sie so cool und nicht so cool finden, ne? Und wo es Probleme gibt, aber wo es eben auch coole Erfolge gibt. Ja, an der Stelle gerne Hinweis an die Mods, vielleicht können die ganz kurz einen Link posten zur Steam-Seite und zu eurem Discord. Ja klar, im gerne. Besten Fall. Zack, da ist schon mal die Steam-Seite. Da haben wir den Link. Early Access, wie gesagt, momentan, also schon verfügbar. Wie weit fortgeschritten? Wir wollen später auch noch mal exakt über eure Roadmap sprechen. Aber was glaubst du, wie viel fehlt noch, bis man sagt so, ja, jetzt ist das Ding fertig? Ich glaube, ich habe es eben ganz kurz mal angesprochen. Also ich gefühlt Pi mal Daumen würde ich sagen, wir sind jetzt so bei der Hälfte von dem, vielleicht ein bisschen weniger als die Hälfte von dem, was wir haben wollen. Mhm. Und es kommt noch so 50% sicherlich noch, bevor wir in den Full Release gehen. Und so zeitlich heißt das ungefähr? Naja, ich meine, ich muss jetzt auch irgendwie. Wir haben Ende letzten Jahres released. Mhm. Wir haben jetzt Mitte des Jahres und wir sind so bei knapp 50%. Kann man ja jetzt denken. Ja, okay, also. So Anfang nächstes Jahr könnte man sich vorstellen. Aber ganz ehrlich, du kennst das in der Entwicklung. Ne? Mhm. Ich will jetzt hier keine Versprechen machen und dann nageln mich alle drauf fest. Du hast doch gesagt. Ja, wir haben das. Können wir das bitte klippen, dass wir das auch entsprechend als Vorlage verwenden können? Das ist auch nochmal der Link zu eurem Discord-Server. Vielen, vielen Dank, lieber Lobo. Ihr habt jetzt also beide Links im Chat zu Tinkertown, der Steam-Page und zum Discord-Server, falls ihr Feedback hinterlassen wollt oder Wünsche äußern wollt. Oder vielleicht heute geil absahnt beim Ticket-Raffle und Tinkertown mit euren Freunden spielt und dann entsprechend sagt so, boah, jetzt einen Sandwurm reiten. Warum gibt's das noch gar nicht? Einfach ein Ticket öffnen auf dem Discord-Server und auf geht's. Die zittern gerade, weil Julian kein Datum nennt. Deswegen schauen die zu, um auf die Finger zu hauen. Aber gibt's um auch mal investigativ weiterzufragen, gibt's ein Feature, was du unbedingt drin haben willst, was dir aktuell ein bisschen fehlt? Ja, also, ich sag mal, was heißt, was es mir fehlt, aber wo ich mir sage, das fände ich total geil. Und es gibt mehrere Sachen, die ich mir in Tinkertown wünsche. Also ich sag mal so, jeden Tag, wenn wir das Spiel spielen, gibt es irgendwas Neues, Cooles, wo man sich denkt, wow, Moment mal, warum haben wir das doch nicht drin? Und das ich glaube, das, was mir noch so im Moment... Muss aufpassen. Das, was mir auf jeden Fall, was mir, glaube ich, persönlich so ein großes Anliegen ist, was ich total cool fände, ist tatsächlich Mounds. Sandwürmer? Nicht unbedingt Sandwurm, aber generell, also Mounds, Reittiere, so, das fände ich ziemlich cool. Da stehe ich total drauf. Es gab so coole Spielereien, die wir schon gemacht haben. Also es gibt Dinge, über die hat noch keiner gesprochen, die wir auch uns, also wir probieren gerade zum Beispiel auch schon mit Ebenen aus, weil eigentlich ist Tinkertown ja zweidimensional. Du hast eine flache Fläche und Leute fragen zum Beispiel, wo wir gerade auch das Bild sehen von dem Haus, ne? Mhm. Leute wollen Dächer oder Leute wollen eine zweite Etage und sowas. Ne? Leute wollen sich in den Boden buddeln können. Oder in den Boden buddeln können, ne? Die kennen das ja aus anderen Spielen, ich weiß nicht welches, aber... Die haben so, ne, solche Sachen sind da und es ist schwierig. Ich sag mal, es war nicht darauf konzipiert und deswegen weiß ich nicht, ob es seinen Weg reinfindet, aber es wird viel experimentiert. Und das sind so Sachen, die wir uns immer wieder mal in der Freizeit anschauen und mal ausprobieren und mal gucken, kann man das machen oder nicht, ne? Und kannst du verraten, vielleicht können ja die Devs mal kurz weghören, kannst du verraten, welches Feature ihr jetzt schon fertig programmiert habt und was jetzt so als nächstes mit reinkommt? Fertig programmiert kannst du so nie sagen. Aber was gut vorbereitet ist, was zum Beispiel, also es gibt ein paar Sachen, die schon sehr weit vorbereitet sind. Wir haben ja zum Beispiel auch im, ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Weihnachtsfest gesehen habt, da gab es ein Event. Nee. Mit hier. Vielleicht unbewusst. Ja, also da waren auf jeden Fall die Goblins, hatten so Santa Claus-Hüte an. Aber das kann also sein. Zipfelmützeln und Zuckerstangen als Waffen. Mhm. Und sowas gibt's auf jeden Fall, wird auf jeden Fall wiederkommen. Und es gibt auf jeden Fall, der Forest Dungeon wird gerade überarbeitet. Das ist das Nächste, was kommen wird als neues Feature. Und damit wird auch, ich hoffe, das klappt,
Es ist auf jeden Fall gerade stark in der Planung, dass wir ein Progression-System einbauen wollen. Dass man wirklich nicht, im Moment ist es so, du startest und du kannst hin, wo du willst. Es gibt nichts, was dich aufhält, aber es gibt auch noch nicht die überliegende Motivation. Und das ist das, was wir jetzt gerade planen. Dass man wirklich auch ein Gefühl hat von wegen, ey, ich komme jetzt weiter, jetzt bin ich da, jetzt muss ich gucken, wie komme ich von da aus weiter. Aber eher so in Form von Quests dann oder eine Story, die irgendwie erzählt wird? So, oder? Fragst du viel, glaube ich. Das ist so eine Sache, die zum Beispiel gerade noch, also es wird unterschwellig so ein bisschen Lore kommuniziert. Und das ist auch eine coole Sache. Aber das muss im Moment noch weiter ausgebaut werden. Ja, also es gibt auch eine Story. Also es kann sein, dass man dann so in dieser Welt auf einmal in so einem Areal ist, wo zum Beispiel, ich denke mir jetzt mal gerade irgendwas aus, so ein Roboter auftauchen könnte. Der dann dort sagt so, moin. Ist der Bob? So, ja, Bob wäre ein guter Name. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst, aber kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Ich mach mal das in euren Discord rein. Und nee, also tatsächlich, NPCs ist ja auch, wenn wir nachher auch auf die Roadmap zu sprechen kommen, ist ja auch ein wichtiges Thema. Und da wird dann ja auch ein gewisses Maß an Story kommen. Also das ist ja auch klar. Und insofern bin ich da sehr happy drauf, weil ich das auch ein cooles Feature finde, was kommt. Eine Sache, die wir auch gerade zum Beispiel noch planen, die, glaube ich, aber fast gar nicht so gefragt worden ist, die aber immer irgendwie unterschwellig bemerkt wird, ist, dass Leute die Gegner zu einfach oder zu schwer finden. Deswegen gucken wir gerade, ob man nicht, also was heißt, wir gucken gerade, wir bauen es gerade ein, dass man eine Skalierbarkeit der Gegner hat. Das heißt, wenn du mit mehreren Leuten spielst, dann werden die Monster auch entsprechend schwer. Also automatisch kein Schwierigkeitsgrad per se, sondern genau. Wie viele Spieler sind da. Genau. Genau. Und dass wir mit und mit auch versuchen, den Server-Host dann so ein bisschen Mod-Tools an, also beziehungsweise Tools anzugeben, dass sie die ein oder andere Sachen steuern können, um zum Beispiel dafür zu sorgen, wenn jetzt jemand da Mist baut, dass der fliegt oder zumindest gebannt oder gestraft wird dafür. Aber auch, dass man bestimmte Funktionalitäten oder sowas sich einfach vereinfacht oder machen kann. Ne? Das ist natürlich auch ein cooles Feature, was wir, also ganz viele Baustellen. Ich glaube, du bist ja auch Rollenspieler. Rollenspieler. Pen-and-Paper-Rollenspieler. Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass man das auch so, das ist so auch so eine schöne Grundlage für so ein Pen-and-Paper-Abenteuer, oder? Gerade wenn alles so frei ist, dass man eine eigene Geschichte erzählt. Und dann bist du als Game Master da, vielleicht gibt es so ein Backend für den Host, der dann halt so Sachen, Events triggern kann oder so. Ja, also bestimmt möglich, aber ich glaube, da gibt es auch einfach andere Software-Möglichkeiten, die sich genau darauf spezialisieren. Und ich glaube, ich würde Tinkertown eher dafür benutzen, wofür es eigentlich da ist. Deswegen muss man Feedback filtern. Weißt du, Leute, wie ich, die haben so Idee. Ja. Wann krieg ich das? Nein. Aber Ideen sind ja auch erstmal gut, so. Ja, auf jeden Fall. Im Brainstorming gibt's nichts Falsches. Genau. Du hast gerade Community-Server erwähnt. Da bin ich ein bisschen neugierig, weil da gibt's ja auch bestimmt welche, die sind seit Launch am Start. Launch. Hast du ab und zu auch mal so einen Ausflug drauf gemacht? Und gibt's da irgendwas, was dich richtig krass beeindruckt hat? Ja. Also wir haben den, wir haben ja selber auch zum Start tatsächlich zwei eigene Server gelauncht, Tinker 1 und 2 und 3 sogar auch. Die waren aber nie für die Guss. Es war nie geplant, öffentliche Server zu haben. Also es war eigentlich immer so, dass wir gedacht haben, ein Spieler hostet für die anderen Freunde. Aber das hat sich mit und mit entwickelt. Und weil die Möglichkeit schon gegeben war, haben wir das dann tatsächlich auch gemacht. Wir hatten dann eine Anfrage von einem Community-Mitglied super früh, also wirklich kurz nach Launch. Der wollte dann zum Beispiel einen eigenen Server hosten und hat gefragt, kann ich das, können wir das irgendwie machen? Und wir haben ihm dann sehr viel geholfen, haben ihn unterstützt. Und dann hat er einen Server aufgemacht, der für alle zugänglich ist. Der heißt Early Town. Und der ist fast seit Launch, ist der da. Ja. Und wir haben dann immer wieder mal auch den Besuch abgestattet. Der wird jetzt regelmäßig gewiped, also resettet, ne, dass die Leute auch immer wieder was Neues machen können. Aber was du da siehst, also was die Leute bauen und schaffen, du kamst da in diesen Spawn-Bereich, das werden wir ja nachher auch noch sehen, du kommst in diesen Spawn-Bereich. Bereich. Du kommst in den Spawn-Bereich rein und auf einmal ist um dich rum irgendwie eine Riesenstadt. Weil die Leute sich irgendwie selbst organisiert haben, Wege gebaut und Häuser gebaut mit Storage und allem möglichen. Super schön. Und das ist mega geil. Das ist schon krass. Natürlich wird auch geklaut. Ja, du, aber das ist ja nicht, ist das halt, damit muss man um. Also was? Genau. Das ist halt so. Muss sie zurückklauen. Aber dafür erschafft ihr ja bald diese Polizeimöglichkeiten, Leute da drunter. Genau. Wir haben zum Beispiel jetzt auch gerade im Preview-Branch, also wir haben ja einen extra Branch, wo Leute schon neue Sachen ausprobieren können. Mhm. Den kann auch jeder zugreifen drauf, wenn er will. Vorsicht geboten, weil es halt nur eine Vorschau
Aber da wäre zum Beispiel auch die Möglichkeit, also wir haben jetzt Truhen eingebaut, die wirklich an den Spieler gebunden sind. Das heißt, da kannst du Sachen reintun, da kommt kein anderer dran. Selbst wenn er die Truhe kaputt macht, baust du sie irgendwo anders wieder auf, kommst du wieder an den Kram dran. Mhm. Das ist zum Beispiel ein cooles Feature, was wir jetzt gerade auch eingebaut haben und integriert haben, weil auch viel gefragt haben. Ja. Ja, cool. Da sind jetzt gerade richtig viele spannende Fragen im Chat. Ich gehe die mal chronologisch durch. Wird das Game generell Mod-Support haben, sprich Steam Workshop? Gibt es da irgendwie Ideen? Also, wir sind ja noch im Early Access und wir haben ja selber erstmal eine Roadmap, die wir abarbeiten wollen müssen. Und es gibt so viele Features, die wir selber auch noch integrieren wollen. Das heißt, die kommen vor. Und wir sehen aber, da ist ein großes Interesse, wir sehen selber, da ist so viel Potenzial dabei, dass ich glaube, dass wir schon versuchen werden, das in irgendeiner Art und Weise einzubauen. Wie genau das dann aussieht, also ich glaube, Steam Workshop bietet eine gute Oberfläche, um sowas zu machen. Ja. Die Frage ist, wollen wir es darauf begrenzen? Weil du hast ja dann, also der Steam Workshop bietet dir viele Mittel, aber du bist dann an Steam mehr oder weniger angedockt. Und wenn wir jetzt überlegen, tatsächlich, wir wollen das, also ich würde das Ding zum Beispiel liebend gerne auf der Switch spielen. Und da würde ich natürlich auch gerne Sachen selber basteln oder zumindest spielen können, die gebastelt worden sind. Muss man mal gucken, wie man das dann umsetzt. Ja, spannender Punkt. Mhm. Wird das Game eine Twitch-Integration haben? Wir haben ja schon eben gerade einmal besprochen, wie wichtig der Influencer, Content Creator Teil sein kann und wie wertvoll und mächtig auch Twitch halt ist. Und eine Twitch-Integration, das sind, wenn das Spiele haben, bin ich immer komplett Feuer und Flamme, weil ich das einfach komplett geil finde und irre finde. Gerade irgendwie als Streamer oder Content Creator. Wie sind diese Gedanken dann im Entwicklerstudio? Wird sowas per se erstmal mitbesprochen, mitgedacht oder habt ihr das bislang ausgeklammert? Das kommt aufs Spiel an. Tatsächlich, ich glaube, das kam schon das ein oder andere Mal zur Sprache auf jeden Fall. Ich bin auch ein Riesenfan davon. Also von daher finde ich das super. Es ist immer die Sache, was priorisiert man? Wann kann man das einbauen und was bietet man? Ne? Von daher, wenn wir da irgendwie auf einen coolen Nenner kommen, und das haben wir leider noch nicht, dann bin ich mir sehr zuversichtlich, dass wir eine Twitch-Integration in irgendeiner Art und Weise hinkriegen können. Ja. Ja. Also ich find das schön. Weil ich stell's mir auch, also als Laie. Ja, ja. Entwickler wieder weghören. Ja. Auch gar nicht als so übertrieben kompliziert vor, ne? Dass man da irgendein Event auslösen kann mit der Twitch-API oder so, dass man sagt, so alles klar, jetzt kommt Monster-Angriff oder sowas. I don't know. Keine Ahnung. Ja, also ich meine, du kennst das ja bestimmt aus Minecraft. Mhm. Da kann man ja auch zum Beispiel Sachen spawnen lassen oder sowas. Und oder die Community kann bestimmte Dinge triggern. Das finde ich ein schönes Feature, auf jeden Fall. Also das könnte man auch gut einbauen. Wir haben jetzt mit dem neuen Dungeon zum Beispiel, gibt es auch neue Features wie Fallen. Und da gibt es zum Beispiel auch das Monster-Spawn. Das ist programmiertechnisch gesehen, also jetzt nochmal einen Schritt näher dran, sowas bei Twitch integrieren zu können. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Jungs sich noch nicht so sehr, also die Jungs und Mädchen, noch nicht so sehr mit der Twitch-Integration befasst haben, um jetzt auf Anhieb was machen zu können. Mhm. Da gab es im Moment leider einfach noch nicht den zeitlichen Faktor für. Ja, dann halt, das ist das nächste Freizeitprojekt. Auf jeden Fall. Kannst du zum Beispiel machen. Ich habe ja gerade Urlaub. Ab jetzt könnt ihr wieder zuhören, Entwickler. Ja. Ist übrigens ein Trigger, wird gerade gesagt. eben wurde noch gefragt, Farming ist jetzt drin. Ist das ein Nachteil, wenn man da überhaupt keine Lust drauf hat und sagt, ey, ich klammer das aus oder komme ich auch zurecht ohne diesen Farming-Aspekt? Nee, also ich glaube, Farming bringt dir in erster Linie Materialien, die du sonst vielleicht lange suchen müsstest, an Ort und Stelle. Das heißt, natürlich kannst du immer noch in die Welt rausgehen, Monster kloppen und darüber die Ressourcen bekommen. Und in erster Linie soll Farming dir zum Beispiel Potions und sowas in einer besonderen Art und Weise, besondere Buffs oder sowas geben. Die sind aber auch immer nur zeitlich begrenzt und die bringen dir zwar einen Vorteil dann, aber die sind nicht notwendig. Also wenn du sagst, ich gehe lieber auf meinen Skill und sammle lieber ein bisschen das, was ich in der Gegend finde, dann wird das reichen. Also, ne? Das ist immer so ein bisschen, also ich glaube, da wird es wirklich der Spielstil sein, der dann definiert, ob du das brauchst und willst oder nicht. Ja, ich glaube, das ist so, also wenn ich meinen eigenen Spieltyp reflektiere, ist das halt dann, man probiert es mal aus und dann verfolgt man das so 2-3 Sessions ein bisschen intensiver und danach ist so, boah, nee, ey. Komm, ich will jetzt raus in die Welt und entdecken. Ja, aber das, du siehst halt, die Spiele sind da ja auch ganz unterschiedlich. Ja. Es gibt halt die Farmer, die dann irgendwie riesige Felder aufbauen mit ihren ganzen Kram. Und es ist, also das Spiel erleichtert es dir ja auch. Du setzt die Sachen, dann gehst du ja erstmal 3 Tage was anderes machen. Ja, dann irgendwann ist es das ist halt gut, das ist halt nicht dann so. Ja. Und allein die Möglichkeit zu haben, ist ja schön.
Darum geht es ja in so Sandbox-Spielen. Ne? Du hast die Möglichkeit zu fahren. Genau. Es würden sich so viele beschweren, wenn es nicht gehen würde. Ja. Und dann kannst du es lieber links liegen lassen, aber dafür können es andere spielen. Genauso wie es jetzt Angeln möglich ist. Ne? Ich habe, glaube ich, im allerersten Interview, das war damals auf dem Mediendigitalboot NRW, habe ich ein Interview gemacht und da haben wir auch über das Angeln gesprochen. Ihr beide oder was? Nee. Das war, glaube ich, Nico. Ja, das war Nico. Und er meinte, er freut sich richtig aufs Angeln. Und er hat gesagt, er möchte, dass nicht nur Fische geangelt werden können. Sondern auch Roboter zum Beispiel? Kann man auch zum Beispiel Roboter angeln? Was ist los mit dir? Einfach wirklich. Da muss ja irgendwann auftauchen. Überall wo. Ja, aber kann man auch andere Sachen angeln außer Fische? Ist mir gerade spontan gekommen, die Frage. Ist das auf jeden Fall eine Sache, die ich auch will? Aber, oder die ich mir gut vorstellen kann und auch schön fände. Noch im Moment sind aber die Dinge, die du fischst, Fische. Oha. Und ich werde später trotzdem nur angeln. Ha, aber, guck mal, boah, perfektes Bild gerade. Also das Fischen ist ein komplett eigenes Minigame auch. Okay, das ist cool. Also du stellst dich nicht nur dahin und sagst dann, okay, nach 5 Sekunden ziehe ich wieder hoch, sondern... Nee, also das Erste ist, du musst wirklich da, wo diese Fische, die Schatten von den Fischen erkennbar sind, da musst du auch in die Nähe die Angel werfen. Dann wartest du ein bisschen, bis der Fisch reagiert und dann beißt er an. Ach, und dann hast du so ein kleines Minigame-Screen, wo er versucht halt eben auszubüchsen und du musst im richtigen Moment im Endeffekt immer ziehen bzw. kicken. Weißt du, ob das nur wegen Nico so groß geworden ist, das Feature? Klar, also... Eine Sache dazu, Nico ist ja tatsächlich schon ins nächste Projekt übergegangen. Ich glaube, Nico war noch beteiligt am Angeln. Es wäre schade, wenn nicht. Genau. Aber es ist super traurig eigentlich, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass er die ganzen neuen Fischarten und sowas jetzt natürlich nach der Entwicklung immer erst sieht. Ja. Oh, das stimmt auch nicht. Der ist noch viel da. Das ist auch schön. Ja. Was ist das mit Angeln und Videospiele? Meine intensivste Erfahrung war, glaube ich, damals in Ocarina of Time, wo du dann auf einmal dieses Angel-Minigame hattest. Ja. Und dann ich halt von Leuten gehört habe, oh, die Kerze läuft immer noch. Brennt noch, läuft noch. Die läuft hoch, wo ist sie? Aua, heiß. Ja, solange nicht irgendwas anderes schon brennt, ist ja okay. Nee. Ja. Aber es gibt halt Leute, die da einfach, die haben da so Bock drauf und rasten so komplett aus mit diesen Angel-Feature und mit diesen Angel-Minigames, die dann da auch immer implementiert werden. Keine Ahnung. Also irgendwie. Bock das Leute. Oh, grüß dich, Michael. Ja, Deck 13, Michael. Ja, oh, schön. Ja. Grüß dich. Nee, das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich auch merke, dass Leute das total toll finden, zu angeln. Wir haben, oh mein Gott, wir haben irgendwann mal vom Monat auf zwei hatten wir, kurz bevor wir das Angeln rausgehauen haben, einfach um zu gucken, was gibt's so für Möglichkeiten, wie man das Angeln darstellt überhaupt. Ne? Mhm. Und wie macht man das am besten? Da haben wir auch so einen Angelsimulator gespielt. Oh mein Gott, das war so verrückt. Ich weiß nicht, wie so. Also, Recherche quasi. Ich kann verstehen, dass Leute das schön finden, weil das ist, du wirfst die Angel aus und du wartest. Das ist so viel Entspannung und dann hast du irgendwann so eine kurze Phase, wo es ein bisschen abgeht. Mhm. Und wenn du Glück hast, hast du was richtig Cooles. Und ich glaube, das ist noch ein bisschen dieses ich meine, Gacha kennt ihr ja auch. Ja? Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Feeling mit da drin, was eben die Leute reizt. Weil du weißt nicht, was du rauskriegst. Und du hast einfach immer irgendwas Cooles und dieser Reiz. Ich glaube, das ist es. Aber nur fürs Protokoll, also ihr hättet euch entscheiden können zwischen große Riesen-Monster-Sandwürmer reiten und angeln. Und ihr habt euch zunächst erstmal für Angeln entschieden. Ob das jetzt richtig oder falsch war, will ich überhaupt gar nicht bewerten. Ich will es nur noch mal sagen. Er sinkt immer weiter runter. Nein, wir hatten das tatsächlich ganz offen. Das Sandwürmerreiten ist jetzt echt erst aufgekommen. Das ist tatsächlich, also dein Feature-Wunsch ist jetzt das erste Mal vernommen. Ja, guck mal. Wir hatten vorher, also wir hatten einiges an Tieren, die schon geritten werden sollten, aber. Aber die Sandwürmer. Sandwürmer, nicht, dass ich mich erinnere. Die wurden wieder vergessen. Ja, wieder. So ganz ehrlich. Die waren auch, also Sandwürmer, muss man dazu sagen, sind im Spiel auch mit die schlimmsten Gegner. Also die schwierigsten Gegner, weil die Viecher tauchen auf, tauchen wieder ab und wenn die dich treffen, dann tun die arschweh. Mhm. Also von daher... Ja, aber wie mächtig wäre das dann gerade? So das gefährlichste Tier im Spiel, dann zähmen. Sind die am schwierigsten zu zähmen einfach. Ja, also. Ja. Ja. Ich will es nur noch mal, also ich sag's noch mal. Ja, die einzige Herausforderung, die ich da sehe, ist halt, wie stellst du das visuell dar? Ja. Dass dieses Vieh eigentlich unter. Ja, aber das ist ja nicht unser Problem. Das liebe ich ja. Ja. Mach das! Aber wie soll ich das machen? Das ist doch nicht mein Problem. Mach das. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Ideen sind wir immer da, ganz ehrlich. Dafür kommen die Leute her. Ich habe gerade gesehen, diese Kerze, die ist schon runtergebrannt, ne? Ja. Hab dann währenddessen mal auf die Uhr geschaut.
Und oh Gott. Wir müssen noch ein bisschen ins Gameplay reingucken. Ja, unbedingt. Die müssen wir definitiv. Ja. Ich will jetzt Secret Town spielen. Und vor allem in die gefällige Eiswelt, die wir gerade sehen. Ja, was ihr da auch schon seht, ist eins der letzten Updates, ne? Also beziehungsweise eins der Farming-Updates, dass ihr jetzt auch diese Pilze habt, die man da fangen kann. Mhm. Abgraben. Und die Bäume mit den tollen Äpfeln. Ja, Crystal Apple. Crystal Apple? Warte mal, wo? Hat ja auch in der Hand. Ah, da, jo. Ja. Und was können die? Die sind für Buffs super gut. Mm. Ich überlege gerade auch, ob er noch mehr Funktionen hat. Kristallapfel. Ja. Aber das finden wir jetzt gleich heraus. Wollt ihr schon mal rüber marschieren und euch vorbereiten? Wir marschieren rüber, wir bereiten das vor, wir bereiten die Welt vor. Awesome. Und ich darf Leute beschenken. Ja. Dann komm mit und wir gehen auf die Reise. Sehr schön, hervorragend. Das allererste Mal, wir haben es ja eben schon gesagt, wechseln wir das Set in der Indie-Zone NRW. Und ich bin jetzt noch da und habe die glückliche Position und Situation, dass ich euch jetzt beschenken darf. Wir starten jetzt unser Ticket-Raffle. Das bedeutet, dass ihr, wie gehabt, teilnehmen könnt, indem ihr einfach nur Nerdstar konsumiert und auf Follow drückt. Ein Ticket kostet nämlich 5 Nerdsternchen. Bedeutet, schaut ihr Nerdstar, ob heute zu Indiezone, morgen, gestern, wann auch immer, verdient ihr alle 15 Minuten ein Nerdsternchen. Drückt ihr auf Follow das allererste Mal, dann erhaltet ihr 5 Nerdsternchen für Lauf euer Konto gutgeschrieben. Bedeutet, wenn ich jetzt rechne, dass jeder mitmachen kann. Jeder und jede kann jetzt hier mitmachen. Wenn man zum Beispiel das allererste Mal hier die Indiezone entdeckt hat, kann man trotzdem bei einem Ticket Raffle mitmachen. Ein Ticket kostet 5 Nerdsternchen, maximal 50 könnt ihr einsetzen, um Tinkertown zu gewinnen und das gleich 3-mal. 3 Keys für Steam, um mit euch und euren Freunden spielen zu können und das Spiel zu erleben. Das Ticket Raffle würde ich jetzt direkt schon mal starten und dann könnt ihr dran teilnehmen. Ausrufezeichen Ticket, Leerschritt 1 bis 50, aber Achtung! Ihr müsst vorher einmal richtig rechnen. Habt ihr einen Fehler gemacht, dann zählt euer Ticket-Vote nicht und ihr verliert vielleicht das Ticket-Raffle. Es gibt übrigens 2 heute. Wenn ihr jetzt beim ersten Mal nicht gewinnt, seid nicht traurig. Beim zweiten Mal habt ihr dann nochmal die Chance. Mit Ausrufezeichen Stars könnt ihr abfragen, wie viele Sternchen ihr momentan auf euer Konto habt. Wie immer der Hinweis, es gibt Chat-Moderatoren bei uns hier im Twitch-Chat. Wenn ihr Fragen habt, wie läuft das mit dem Ticket-Raffle, einfach mal kurz nachfragen. Da wird euch mit Sicherheit sehr gerne geholfen. Und jetzt viel Spaß und Erfolg beim Ticket-Raffle. Und ich sage euch mal wirklich keinen Scheiß. Kannst du noch ein bisschen ranzoomen? Komm mal näher. Komm mal kurz näher ran. Komm mal kurz näher ran. Komm mal kurz noch. Noch ein bisschen. Ran. Noch ein bisschen. Komm noch ein bisschen. Passiert was? Nee, ne? Aber komm mal ran. Komm mal näher jetzt. Ja, pass auf. Komm her. Ja, pass auf. Komm her. Ja. Tinkertown lohnt sich richtig. Kein Scheiß. Macht mal den Ticket-Raffle mit, gewinnt das Teil und habt eine gute Zeit. So, mehr wollte ich gar nicht. Alles klar. Ich würde sagen, ich gehe jetzt auch mal rüber. Seid ihr schon soweit? Ja. Geil. Dann gebe ich jetzt euch ab da drüben im Westflügel und setze mich an eure Seite jetzt, um mit in ein episches Abenteuer zu starten. Bis gleich. Heiner. Ich grüße euch alle recht herzlich. Wir sind jetzt hier, befinden uns in der Welt. Wahrscheinlich sieht man die schon. Ich denke, man sieht sie schon. Sind hier gespawnt, Marcy, Tika und ich. In der Mitte, wir können sogar hüpfen. War das Hüpfen schon drin vor? Ja, Hüpfen war eine Sache, die wir schon seit Anbeginn des Spiels drin hatten. Die sollte mal funktionell sein, um zum Beispiel über Flüsse und so zu springen. Haben wir dann aber ausgebaut. Jetzt ist es aber tatsächlich wieder drin. Also du kannst das Springen hat mehr als nur das Begrüßen. Was, okay, das heißt, ich komme damit auch über Dinge. Über eins von diesen Teils hier kannst du drüber springen. Ne? Und auch gute, wichtige Sache, das konnte man vorher nicht, ihr könnt Geschossen damit ausweichen. Oder auch, wenn jemand dich angreift, wenn du im richtigen Moment springst, springst du über den Angriff. Wie das nice. Geht nicht bei allen, das möchte ich dazu sagen. Aber wir haben auch keinen Friendly Fire, ne? Ich kann dich jetzt nicht schlagen, um genau. das zu testen. Genau, da war eben auch eine Frage. Friendly Fire kann man ein- und ausstellen. Das ist zum Beispiel das erste Tool, okay. was wir dem Server-Ersteller im Endeffekt geben, dass er Friendly Fire an- und ausmachen kann. Oh Gott, ich habe alles vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert. Hey, ich fange auch mal an hier. Oh, habt ihr schon Game Sound? Ich höre noch gar nicht. Ich habe Game Sound, ich höre dich aber. Ja. Ein bisschen Game Sound habe ich. Daniel kann ich noch nicht hören über die Aber das passt schon. So, guck jetzt mal hier. Jetzt höre ich dich. Ja, jetzt funktioniert es bei mir auch. Ein Traum. Ich fahre mich schon richtig fleißig.
Ja. Ja. Ich noch nicht. Ich, genau, das A und O in Tinkertown ist natürlich erstmal das Sammeln von Ressourcen. Anfangen tun wir mit Holz und Stein. Denn das ist auch mit das Einzige, was wir in unserem aktuellen in unserer aktuellen Situation schon wirklich abgrasen können. Neue Rezepte. Ist es hier sinnvoll, dieses... Wir starten hier bei so einem ehemaligen Banditenlager, nehme ich an. Ja, Goblin. Goblin-Lager. Ist das hier sinnvoll abzubauen und einfach mitzunehmen? Total. Oder für uns selber zu nutzen? Kann man das in irgendeiner Form nutzen? Ja. Wenn du mal guckst in dein Inventar, du hast jetzt ein Stück Fleisch. Das heilt dich. Und zwar ungemein viel. Ja, warte mal. Ach so, hier oben. Ja. Ich glaube tatsächlich, im Moment ist es doch mit das stärkste Heilmittel. Also es ist auf jeden Fall instant heilt ich das, glaube ich, um 40 oder 50. Mhm. Oh, Alter, ich habe richtig viele Sachen. Und ja, und das Abholzen von Konstruktionen hier gibt dir schon einiges an Ressourcen. Oder es gibt dir das komplette Objekt wieder. Geil, also direkt hier Richter Prof. Ich habe schon zwei neue Rezepte. Wie sieht's bei euch denn aus? Ich habe auch neue Rezepte. Du musst dir ein bisschen Mühe geben hier, damit wir auch vorankommen. Ich kann gleich eine Werkbank bauen. Also ich kann dir nicht alles alleine machen, Daniel. Ja, such du nur wieder deinen Bob da. Angel mal schön. Ja, wo ist Bob eigentlich? Ich überlasse euch mal die Arbeit und Streitereien. Ich haue mit meinem Knochen übrigens auf diese Zielscheibe ein. Ja, das ist, glaube ich, noch irrelevant. Sobald du halt bessere Waffen hast und auch tatsächlich mal Tools oder Werkzeuge, ne, kannst du damit auch besser abhauen. Und machst auch mehr Schaden. Ja, nachvollziehbar. Wie heiße ich denn? Soll ich mal die Werkbank bauen? Ich habe genau heißt Marcy. Holz. Ah, das komm, ich baue mal die Werkbank hier für uns. Oh, geil. Und jetzt? Was jetzt? Wollen wir uns hier überhaupt niederlassen? Passt euch das? Nee. Geh mal noch ein bisschen. Ich will, guck mal, hier wohne ich nicht. Warte, die Kiste nehme ich noch mit. Das ist immer gut. Ja, voll smart. Geil, okay. Bisschen Lagerfläche. Mach sie dann für uns mal. Wo ich, ja, genau. Ich bin so Nordlicht, weißt du? Oh, hier gibt's Früchte. Guck mal, hier ist doch toll. Hier gibt's Diamanten, hier Früchte. Hier ist ein Goblin hier unten. Vorsicht. Ja, so ein kleiner... Ah, der ist da unten in den Bäumen. Hier ist doch nett. Ah, da oben sind auch noch Früchte. Ja, hier ist doch toll. Nee, das sind keine Früchte. Doch, ja doch, hier zum Beispiel, an dem Busch hier. Ja, okay, das oder ist nicht? Das ist ja, ja. Oh, genau, jetzt habt ihr den. Ihr habt den Goblin geweckt. Los, töte ihn, Marcy. Ich töte ihn. Oh Gott. Prügelt den Goblin. Prügelt. Er hat es verdient, er weiß warum. Auf ihn. Oh mein Gott. Ja, jawohl, guck mal. Ich sag, Marcy, du solltest auf jeden Fall das Fleisch jetzt essen. Ach du. Das ist noch hier, das ist mein... Okay, ich hab's aber doch trotzdem gegessen. Okay, so. Geil. Lass uns hier aufbauen. Okay, ich baue mal hier links. Und ich baue eine Kiste daneben, so. Oder? Ja, mach das mal. Da kann man bestimmt Sachen reintun, oder nicht? Sehr cool. Genau. So. Oh, schön. Guck mal, Leute, direkt fühle ich mich zu Hause hier. So eine Werkbank, ja, brauchst du nicht. Wände. Was ist denn, wie sieht dein Zuhause aus? Ich hab auch keine Wände. Neues Rezept, Marmelade habe ich. Er hat einfach eine Werkbank und zwei Fässer und da wohnt er. B. Wenn ich diese Obstfrüchte abbaue, die wachsen aber wieder nach, oder wie? Wenn du nur die Beeren abbaust, ich glaube, dann müsste das nachwachsen. Ja, geil. Ja, dann mach ich das doch mal. Ich fahre mal ein bisschen Beeren für uns. Ja. Ich habe auch schon 9 Beerenbusch gepflanzt, hier aus Versehen. Boah, ja, ihr Pros. Goblin-Kampf. Oh, hier ist ein Goblin-Lager, ne? Ich sag nur. Oh, hier ist auch noch einer. Die warten so im Wald, ne? Jetzt habe ich versehentlich das Gebüsch auch abgebaut. Das macht nichts. Wenn du Glück hast, kriegst du bei denen dann auch entsprechend neue Saat, die du dann einpflanzen kannst. Den Namen kann ich mir, ach da. Ich habe jetzt, genau, Setzling, Pflanzenfaser, Fledermaus, grüne Gelee. Ich habe die Beeren, pflanze ich die Beeren? Ach, Samen von rote Beeren, ja. Schon verstanden. Oh, hier komme ich noch nicht durch. Tools? Ach, hier kann ich jetzt schon die ersten genau, machen. Ihr könnt über Tab könnt ihr so die grundsätzlichen Sachen bauen. Oh, guck mal, ich mache mal auch einen Steinofen. Ja. Können wir Pizza machen? Guck mal, wie ja, schön zum das Beispiel. Wobei tatsächlich für Pizza und sowas da. Pizza gibt's noch nicht, aber eine Kochstelle gibt's. Ich pflanze ja auch mal Samen hin. Also, Beeren. Ja, ich hau mal ein paar Bäume kaputt. Das ist sehr brachial, ne? Ja, aber ganz ehrlich. Sonst können wir nur bei einer Werkbank bleiben. Wir brauchen noch ein leeres Regal gleich. Kann ich schon bauen. Ah, mit Rechtsklick gehe ich dann quasi auf das Objekt. Kann dann. Boah, Holztisch, guck mal, was ich alles kann. Ach du meine Güte, ich brauche viel mehr Ressourcen. Sind ach, die Goblins inzwischen aggressiver eigentlich? die sind, also wir probieren gerade ein bisschen rum, damit wir die Server entlasten. Mhm. Das ist uns sehr wichtig gewesen, weil teilweise die CPU-Last doch sehr hoch ist, wenn man mit vielen Leuten spielt. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesagt habt, aber es gibt keine Spielergrenze. Theoretisch kann also auf so einem Server so viele Menschen wie wollen. Und das kann natürlich dann auch sehr, sehr, sehr stressig sein für den Computer.
Und da gucken wir gerade, wie wir das optimieren. Deswegen probieren wir viel bei den Gegnern. Und aktuell sind die deswegen ein bisschen, ich sag mal, entspannter. Mhm. Die rennen nicht mehr so viel rum. Die sind aber trotzdem noch gefährlich. Also, wie ihr gerade eben gesehen habt, wenn ihr zu nahe kommt, dann werden die euch auf jeden Fall auch angreifen. Es kommt aber auch ein bisschen um den Gegnertypen an. Das sehen wir nachher in den Dungeons. Geil, ich hab einen Bogen. Oh, sehr schön. Habe ich unendlich Pfeile? Ja. Nice. Richtiger Legolas. Fledermaus, komm her, du. Haha. Oh ja, Gott, sie ist sauer. Oh Gott, oh Gott. Schnapp sie dir. So, der habe ich gegeben. Hier. Spitzhacke hol ich mir auch mal. Ich bin unser Werkmann. Ein ganz neues Feature auch, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt in der Version schon drin haben, ist, Leder gibt es jetzt nicht mehr nur, indem du Fledermäuse zerlegst. Sondern es gibt den Lederpilz. Natürlich. Natürlich, der klar. Der Bekannte. Logisch. Okay, aber der wächst auch hier in der Nähe? Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das noch im Preview-Branch ist oder ob wir es jetzt schon rausgehauen haben. Ich habe eben im Chat gelesen, Munchie-Style, grüß dich übrigens, Munchie. Schön, dass du da bist. Oh, sieht das sweet aus. Ich finde nämlich auch, der Look ist so gelungen. Ich finde sowieso, also Pixel-Style mag ich sowieso sehr gerne, weil es halt einfach so zeitlos ist und so schön irgendwie funktioniert und man trotzdem mit so reduzierten Sachen so viel darstellen kann. Ich will nicht unbedingt sagen, dass es einfacher ist, so einen Look dann zu kreieren. Ja. Aber es ist halt, es versimpelt trotzdem irgendwie ganz viele Sachen. Ja, also und das macht es halt sehr schön. Ich denke, das war ein wichtiger auch. Also natürlich, das Spiel ist angelehnt, das sieht man ja auch, die Perspektive und so ein bisschen auch die Welt. Wirkt so ein bisschen wie die alten klassischen Zelda-Spiele auch. Oder auch generell die ganzen Super Nintendo-Titel, die man so als RPGs kennt. Das ist ein bisschen angelehnt. Und der Grafikstil ermöglicht natürlich auch in kürzerer Zeit viel umzusetzen. Auch in Bewegung und so. Und bei so einem kleinen Team war das natürlich super wichtig. Und gleichzeitig finden wir den trotzdem super schön. Ja, aber eben, weil es halt nicht einfach nur Pixel-Look und gut ist, sondern da ja. Ist halt, hier ist ja überall was los. Überall so kleine Partikel, die rumfliegen oben, dass es unter dem Menü halt unscharf wird und sowas. Das macht es halt so rich einfach. Liebe zum Detail. Ja, genau. Boah, warte mal, wird jetzt hier zugebaut schon. Ich muss gerade gucken. Ich lebe hier. Ich komme nicht mehr weg. Das wird aber ein kleines Häuschen, wenn du hier schon zumachst. Daniel. Oh, ich bin so bescheiden. Das ist doch mein Studenten-Lifestyle. Ja, genau. Ja, wir sitzen so drin. Jetzt hier so eine Nummer noch, ich muss gucken, noch, wo ich bleibe. Okay, hier, dann machen wir... Hier so, genau. Ich reiß noch ein bisschen ab. Nee, warte, das war doch gut. Nö. Jetzt... Daniel, ich mach alles wieder kaputt, aber hier ist jetzt. Doch unser Gebüsch, du kannst hier eh nicht weiter runter. Warte mal. Ich mach unser Gebüsch auch kaputt. Wir haben es total verbaut. Was? Nein, 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 mach das nicht. Ich mach's jetzt größer. Ich schieß auf dich? Nein, ich mach's jetzt größer alles. Ich kann nicht auf Daniel schießen. Nee, kann er nicht, wir haben Freddy Fire auch. Ja, was machst du jetzt? Mach mal an. Was willst du tun? Hast du schon das eben mit dem Friendcode erwähnt? Die Regie wollte kurz nochmal unseren Friendcode haben, ich weiß nicht. Dass dann Leute draufjoinen können? Ja, ein oder zwei. Wollen wir das machen? Mal schauen. aber erstmal sollte die Regie den kriegen. Kannst du vielleicht ganz kurz hier und da die Serverinfo aufmachen? Dann kann die Regie den anschauen. Ja, ich will gerade schauen. Will die Regie mitspielen oder will die den schon mal haben? Bitte, liebe Regie, ihr könnt jetzt schauen. Oh. Dann oh mein Gott, was haben wir uns denn für ein Seed überlegt? Oha, unser Seed einfach. Ich meine, den können wir ja sowieso verraten. Oh. Ja klar, also genau, das ist eine coole Sache auch, wo du das gerade sagst. Hilfe, Leute, ich brauche Hilfe. Wenn ihr die Welt genauso haben wollt wie wir, zumindest beim Start, dann nützt ihr einfach nur den Seed 1337 eingeben. Es ist so cool. Oh, geil. Es ist vor allem überhaupt, es ist halt random. Er flüchtet vor mir. Übrigens, den Eigenbeschuss, ne, also Friendly Fire, kannst du über im Menü einfach wieder anmachen. Ne? Aber machen wir mal. Ja, nicht. Besser nicht. Ich kenne ja Daniel, der Ich bin einfach die Loose Cannon hier. So, ich hau nochmal den Baum kaputt. Ich einfach die Beeren pflücke mit meinem Bogen. Ach, apropos Menü, das ist auch eine Sache, die wir jetzt vor einem Monat auf zwei eingebaut haben. Und zwar Lokalisierung. Also, wer vorher sich vielleicht auch einfach mit anderen Sprachen schwerer tut, wir werden jetzt werden mehr Sprachen eingeführt. Und zum Beispiel ist Deutsch drin, Chinesisch ist drin. Ich müsste jetzt gerade mal selber nochmal gucken, welche Sprachen wir alle drin haben schon. Französisch ist auch schon drin. Und wie gesagt, mit und mit kommt nochmal die ein oder andere Sprache dazu. Ja, das ist halt auch krass, ne? Dass ihr da direkt so in so vielen Lokalisierungen denkt. Lokalisationen. Die Frage ist, warum? Also, ich meine, klar seid ihr krass international unterwegs und so. Aber
es ist trotzdem nicht typisch, dass es so früh so viele verschiedene Sprachmöglichkeiten gibt, oder? Ja, es war schon ein gewagter Schritt auch, weil du, also du öffnest das Spiel natürlich auch noch für ein viel größeres Publikum, was gut ist. Ja. Aber wie gesagt, Early Access ist immer noch schwierig, weil sich die Erwartungen und das, was dir geboten wird, teilweise noch ein bisschen beißen. Und daher war das für uns schon eine Sache, wo wir uns auch überlegt haben, machen wir es oder machen wir es nicht. Kurz einmal jetzt hier Teamentscheidung. Ja. Das ist jetzt wichtig. Ich habe ein Totem. Das würde ich gerne platzieren, um Gegner abzuschrecken. Ja. Soll ich das auf unsere Inselstück packen oder lieber jenseits der Brücke? Jenseits der Brücke? Ja. Ne? So, hier. Dass sie gar nicht erst über die Brücke gehen. Genau, so. Das wird ihnen jetzt nämlich alles, es wird ihnen jetzt den Rest geben. Wenn du übrigens generell Gegner verschrecken willst, dann baust du am besten Feuer Kisten. In die Nähe. Sind die Kisten weg? Oh, das heißt, die haben Angst vor Lagerfeuer. Lobo ist da. Ja. Lobo ist da. Unser Chat-Moderator. Der ist schon komplett equipped oder was? Kann der seine Ausrüstung aus irgendeinem Game mit jetzt hier auf unseren Server nehmen? Ja, also prinzipiell kannst du, also du hast 3 oder 4 Character-Slots aktuell. Mhm. Da kannst du dir einen Charakter erstellen und das komplette Inventar des Charakters und die Ausrüstung, die er hat, kannst Geil. Du dann in jede Welt mitnehmen. Also er reist dann quasi die Welt, in der wir gerade, er bereist die Welt, in der wir gerade sind und ist dann trotzdem noch er. Das ist ja, das ist cool. Oh, was machst du denn hier, Daniel? Wird diese ganze Insel unser Haus? Ja, jetzt bist du aber irre, oder was? Eben warst du klein. Es gibt nur ganz oder gar nicht, oder wie? Ja, klar. Oh mein Gott. Okay, ich möchte gerne eine Axt bauen, dass ich besser Holz kriege. Ich muss jetzt auch mal wieder gucken hier. Wo kann ich denn? Axt. Wo ist denn hier die Axt? Die ist bei dir einfach über Tab. Ach so. Alles Größere musst du nachher über die Werkbank oder über den Ofen oder sogar den Amboss machen. Hä, nee, auf Tab habe ich Werkbank und sowas, aber eine Axt habe ich hier nicht. Nicht? Nee, ich habe Werkbank, Knochenwerkbank, Boutique. Hast du schon Stein abgebaut? Du musst abgebaut? Nur Tab drücken. Nee, ach so, ich habe noch keinen Stein abgebaut. Ach so. Na gut. Das wird sein. Na gut. Das Konzept Stein ist mir fremd. Ich hau doch nicht mit meiner Hand auf Steine ein. Ich bin bescheuert. Ja, stell es ihr ja so vor, als würdest du sie einsammeln. Okay, jetzt habe ich hier richtig viel. Was brauche ich denn dafür? Stein und Holz. Ich habe natürlich mein Holz in unsere Kiste getan als Teamplayer und diese Kiste wurde abgebaut. Und wo ist jetzt mein Holz, frage ich euch. Oh oh. Upsi. Das ist direkt hier Ärger im Paradies. Ich leg dir das mal hier hin. Na, jetzt hast du Daniel. Oh, ist natürlich ärgerlich. Daniel war's. Was denn? Kurz schnell die Feier anmachen, Daniel töten, wieder ausmachen. Ich hab... Wie ist denn das? Ab wann kann ich dieses blaue Erz abbauen? Du hast jetzt gerade eine Steinhacke. Yes. Das heißt, du müsstest, wie die klassische Progression ist, von Eisen. Stein auf Kupfer und mit Kupfer kannst du Eisen abbauen. Mucki mit Eisen ist da. Kannst du Silber abbauen und mit Silber kannst du das aktuell hochwertigste, die hochwertigste Ressource Gold abbauen. Okay, aber das heißt, ich möchte das jetzt gerne abbauen, aber Lobo hat gerade die Ressourcen hier weggenommen. Ja, dann suchst du dir entweder einen neuen Spot, der ist zum Beispiel gerade oben auch schon am Basteln. Vermutlich suche ich mir einen neuen Spot. Der hat aber schon reingehauen, ey. Der hat gut gespielt schon, ja. Der kann schon Silber abbauen. Der hat noch eine Silberspitzhacke, das sehe ich doch. War Lobo auch auf der Weihnachtsfeier eigentlich? Nein, aber der war auf der... Das ist Eisen. Ersten nee, das Auftritt. Eisen. Also da in der Indie-Sol Staffel 3 war er auf dem Server. Ah. War er... Nee, er war, glaube ich, nicht da dabei. Wir haben einen Ofen, ne? Ja, guck mal da. Habe ich das eh richtig kommuniziert? Kupfer, Eisen, Silber, Gold. Ich hoffe. Kupfer, Eisen, Silber, Gold. Ergibt Sinn erstmal so. Soll ich das Holz erstmal in die Bäume hier lassen, dass es ein bisschen schöner aussieht bei uns und woanders Holz hatten? Ja. Boah, krass, Alter, wie viel Holz man jetzt einfach mit der Axt kriegt. Das ist ja mega. Ist da irgendwie Verschleiß bei den Items? Nein. Okay, kommt sehr noch? Gut. Oh Gott, hoffentlich nicht. Wir haben uns bisher immer dagegen geweigert. Wir wollten es immer etwas entspannter haben und haben dementsprechend keinen Verschleiß drin. Ob man das später zum Beispiel über Mod-Tools aktiviert? Hey, Mucki, nein! Dahingestellt. Mucki, Finger aber weg! Aktuell nicht. Wie bekommst du Köder? Das ist mein Totem! Köder sind Würmer. Dafür kannst du zum Beispiel den Boden mit einer Schaufel abgrasen. Da sind Würmer drunter. Baut einfach mein Totem ab, was ich hier hingestellt habe. Ja. Für eine Schaufel brauchen wir allerdings Kupfer. Kupfer habe ich jetzt ein bisschen. Das ist schön. Was brauche ich denn noch? Ich brauche noch ein bisschen Stein und Holz. Aber ich kann auch keine Kupferspitzhacke jetzt machen. Weil mir da das Rezept noch fehlt. Ich weiß nicht, was ich dafür noch machen muss. Ich glaub, also Kupfer hast du schon? Kupfererz? Kupfer habe ich. Genau, ja. Aus Kupfererz gehst du an der Schmelze, am Schmelzofen. Und da kannst du dann Kupferbarren machen. Ja, die habe ich auch schon. Ach, hast du schon? Und dann musst du einen Amboss bauen. Einen Amboss.
Leute, nochmal kurzer Hinweis, dieses wundervolle Spiel, was ihr jetzt hier gerade seht, Tinkertown, wir sind gerade auf unserem eigenen kleinen Server hier unterwegs, den wir gerade gestartet haben, könnt ihr gewinnen, gerade in unserem Ticket-Raffle, falls jemand interessiert ist. Manche hat zum Beispiel ja gesagt, wie schön es aussieht und wie toll sie die Soundeffekte findet. Jetzt im Ticket-Raffle teilnehmen, am Ticket-Raffle teilnehmen und mit etwas Glück richtig abstauben. Was brauche ich für die Steinspitzhacke? Stein noch. Ja, das genau, den Track, den ihr jetzt hört, der ist von Hiruki. Das ist der Composer von der Secret of Mana-Reihe. Ja, ich habe leider noch keinen Game-Sound, also... Oh nein! Dir bleibt der verwehrt, leider. Deswegen bleibt er mir noch verwehrt. Aber wie kommt ihr an den Composer der Secret of Mana-Reihe? Zufall. Okay. Der Nico ist ein Riesenfan von der Serie und generell auch vom Soundtrack. Mhm. Und wir hatten dann durch einen Kontakt zu ihm. Und dann haben wir gesagt, ja komm, pack's mal an. Und das hat irgendwie gepasst. Der fand das auch cool. Ganz cool. Und dementsprechend haben wir tatsächlich zwei Tracks, glaube ich sogar, von denen es einen sogar schon, wie gesagt, zu hören gibt hier. Ja, wie gut. Das ist voll cool, oder nicht? Wenn dann so Persönlichkeiten aus der Games-Branche, die dann auch einfach schon einen Namen haben und die einem selber dann auch was bedeuten, dann sagen, ey, das finde ich cool, ich bin dabei. Count me in. Ich meine, für Nico wird alles möglich gemacht. Angeln wird hier eingebaut. Ist halt auch der Programmierer, ne? Ja? Also mit. Das heißt, er macht es einfach möglich. Genau. So. Ja, ich bin wieder drin. Ich komme wieder gut klar. Ich musste nur erstmal wieder ganz kurz reinkommen. Es werden gerade Erinnerungen zur Weihnachtsfeier von uns mit Tinkertown ausgetauscht. Richtig schön. Das ist schön, das ist wirklich cool. Wir müssen mal gucken, also wenn ihr sagt, ihr seid ready und ihr habt genug explored oder exploited, dann können wir uns zum Dungeon aufmachen. Ich weiß nicht, wie unser Zeit ist. Ich würde noch ein Schwert bauen gleich und vielleicht eine Rüstung oder sowas. Ein bisschen ausrüsten, ne? Braucht man Rüstung auch? Wir haben ein bisschen was auch vor Ort dann, ne? Genau, wir haben was vorbereitet. Ach so, okay. Wir haben mal was vorbereitet. Ja. Oh ja, wir sind vorbereitet. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Also okay, ja, dann ist nicht zwingend notwendig, aber ansonsten... Geil, die brauche ich auch noch ab. Ich muss unser Haus noch fertig bauen. Es ist so belohnt, abzubauen. Das ist richtig. Wie funktioniert das Angeln-Minigame, wird gerade gefragt hier im Ingame-Chat. Das Angeln? Ja. Haben wir schon jemanden von uns mit Angeln? Ich glaube, Lobo hat eine. Lobo versucht das, glaube ich, genau gerade. Wenn der, genau, also das Angel-Minispiel funktioniert folgendermaßen. Du suchst dir einen Spot am Wasser, wo du Fische, also Schatten von Fischen siehst. Da gehst du dann hin und die Angel wirfst du dann mit Linksklick aus. Und dann hast du einen Balken, der hoch und runter läuft. Mhm. Der im Endeffekt bestimmt, wie weit du die Angel wirfst, also die Schnur. Wenn du im richtigen Moment klickst, fliegt die halt dann entsprechend zu dem Spot. Und da hoffentlich beißt dann der Fisch an. Und sobald er angebissen hat, ich meine, ich kann es jetzt leider noch nicht zeigen, weil ich noch keine Angel habe. Aber wenn er dann, ach guck mal, Lobo hat die Angel. Hier ist ein Goblin. Ich werde verfolgt. Lobo, wenn du gerade mal magst, kannst du mir die einfach mal... Ah, nee, Quatsch. Wer von euch ist gerade an angebunden, dass Marcy man sehen kann? Was, ja, bei Marcy könnte man das sehen. Kämpfgard. Ja, dann... So, was? Was soll ich machen? Angel? Mir ja, Angel genau. Bauen? Okay, du warte. Brauchst aber noch Würmer. Also wir müssen einmal eine Schaufel bauen. Ja, die Schaufel ist einfach über Tell. Ich weiß nicht, ob wir eine Schaufel da haben schon. Ich habe leider noch nicht genug. Lobo hat eine in der Hand gehabt eben. Vielleicht kann der mir seine Schaufel leihen, wenn das geht. Oder er gibt dir einfach schon Würmer. Brauchen wir eine Axt? Ich kann dir eine Schaufel machen. Ich kann noch keine. Ich brauche einen Eisenbarren für die Angel. Rechtes Fass? Ja. Achso, ja, genau. Es gibt einen Chat, wenn ihr euch also mit euren Freunden unterhalten wollt und so. Dann könnt ihr immer über Enter einfach in den Chat Befehle eingeben und miteinander sprechen, was ihr wollt. Okay, meine Angel ist da. Jetzt brauche ich nur noch Würmer. Ja. Guck mal, hier liegt die Schaufel. Ah, ach da, ja. Mhm. Genau, und dann gräbst du jetzt einfach mal ein bisschen von dem Gras weg. Aber nicht hier, sieht da dann unordentlich aus. Ja, mach mal einfach, wo es passt. Beim Nachbar. Und, hat's schon Glück? Ah, jetzt, ja. So. Brauche ich einen oder lieber zwei? Nimm mal ein paar, also jedes Mal, wenn du es versuchst, verbrauchst du halt auch was. Okay. Ach, guck mal hier, das sieht doch gut aus, da ist ein schöner Spot. Und hier links sind auch Fische. Da kannst du es mal ausprobieren. Mhm. So, okay. Also ich habe jetzt Angeln und ich habe vier Würmer. Oh nein. Mir ist gerade Kupfer ins Wasser gefallen. Was jetzt? So, guck mal, wenn du dich jetzt... ja, hast ja schon raus. Aber ist noch kein Wurm dran gewesen. Achso, der Wurm bleibt dran. Der ist automatisch. Du musst da musst du dich gar nicht drum kümmern um den Wurm. Der muss nur in deinem Inventar sein. Oh, das sah gut aus.
Ah, okay, ich verstehe das jetzt gerade erst. Kannst auch kurz warten und wenn du Glück hast. Der kommt, der kommt, der kommt! Und jetzt? Was jetzt? So, der darf nicht aus dem Kreis komplett raus, sondern der muss in dem Ring sein. Was mache ich denn mit dem Ring? Mit der Maus verschieben? Lass mich ja gucken. Genau, du musst klicken, sobald er in diesem, das sind ja zwei Ringe. Ja. Sobald er in diesem Zwischenbereich ist, musst du klicken. Okay, krass. Ich schaue jetzt bei dir mit. Ein bisschen neugierig. Muss kurz gucken, ob er. Ich kann es nicht sehen. Alles okay. Beißt der? Ich vertraue auf euch. Wer Fisch nicht beißt. Ja, warte mal, hier, der ist wild hier. Da mach ich jetzt hin. Ja, mach das. Ah, zu weit. Oh. Vielleicht kommt er eben. Du hast deine Kraft nicht unter Kontrolle, Marci. Ja, das höre ich oft. Pass auf, jetzt aber. Oh. Ja, ja. Richtige neue, ja, kein Bock. Ah, ja. Der da hinten, nee. Jetzt, nee. Oh. Es ist wirklich krass, ich mag das. Oh, ja. Ich glaube, der ist gut. Ja. Okay, und immer klicken, wenn er dazwischen ist, ja? Jetzt! Oh, nice! Oh, nochmal. Ah, nice! Oh, nice. Ja! Ja! Du Forelle. Hast eine Forelle! So nämlich, Leute! Ich werde es nur noch angeln. Siehst du? Nico, ganz ehrlich, Grüße gehen raus. Wenn ich jetzt noch einen Sandwurm reiten könnte, dann wäre ich einfach nur... Weißt du, Forelle in der Hand, schön, dass wir das mit dem reiten. Roboter vergessen haben. Habe ich nicht vergessen, keine Sorge. Nein! Wie baue ich eine Axt, wird von Mucki gefragt. Du brauchst Holz und Stein und dann kannst du das über Tab. Dann hast du rechts die entsprechenden Werkzeuge angezeigt. So, jetzt muss ich noch eine Tür machen. Genau. Wie viele verschiedene Crafting-Werkstationen gibt es aktuell? Wir haben die Werkbank, den Schmelzofen, wir haben den Herd, wir haben den Amboss und wir haben den Ausstatter. Ich glaube, das sind alle, also fünf. Okay. Ich hab auch noch Moment, das stimmt nicht, weil es gibt verschiedene Werkbänke. Es gibt eine, die können wir erst finden, wenn wir durch den Desert Dungeon sind. Das ist dieser Sinn von Progression, den du meintest. Ja, unter anderem. So ein bisschen, ne? Also, und es gibt dann noch eine Ancient, genau, das ist die aus dem Desert Dungeon. Und dann gibt es noch eine für, achso, und es gibt einen Fridge. Es gibt einen Kühlschrank, einfach. Also, ich glaube, es sind 8 oder 9 sogar. Oh, ich glaube, ich habe den Wurm gegessen. Okay, krass. Ich glaube, ich habe jetzt einen Schwertbonus. Angriffsbonus, da habe ich die Forelle gegessen. Ich habe die Forelle gegessen. Ich weiß nicht, was du gegessen hast, Marci. Ich habe jetzt einen Angriffsbonus. Wir müssen jetzt in den Dungeon. Ich habe eine Tür gebaut. Wir müssen in den Dungeon? Ja. Alles klar. Daniel ist nackt, kann das sein? Ich bin auch nackt. Wir sind alle nackt. Oh Gott, aber wir haben da ist Ausrüstung. Also ich hoffe, wir lassen uns rein. Okay, Mucki und Lobo, seid ihr todesmutig, dann folgt uns. Folge mich. In den Norden. Oh Gott. Oh, Achtung. Aber ihr seid ja schon da oben. Vorsicht. Gut, dass ich meine Forelle hier gegessen habe für meinen Angriffsbonus. Man kann doch übrigens gedrückt halten, ne? Einfach. Man muss nicht die ganze Zeit, oder? Mhm. Ja, gut. Boah, ich habe noch gar nichts an Ausrüstung. Ich habe eine Axt. Aber let's go. Macht die auch mehr Schaden? Axt oder Spitzhacke? Ich glaube, es hat gerade 2 Schaden gemacht, glaube ich. Und die Spitzhacke, die Förster haben einen gemacht. Es gibt so eine Range, in der die auch Schaden machen. Okay. Das heißt, ich glaube tatsächlich, die Spitzhacke und die Axt machen gleich viel Schaden bei den Gegnern. Habt ihr das Holzschwert gebaut? Nö. Der Lobo war auf jeden Fall schon im Forest Dungeon, das sehe ich. An seinem Schild oder an seinem Kopf? Nee, an dem Bumerang, den er mit sich trägt. Ah. Das ist nämlich eine Bossbelohnung. Wollen wir dem Pfad mal hier folgen? Das sollten wir tun. Ich sehe einen Pfad. Aber der Goblin. Ja, der tötet mich, ich habe nur 38 Leben. Ach so. Vielleicht sterbe ich einfach. Ich habe Bären. Willst du Bären haben? Ja, entweder Bären oder wir müssen es bis dahin schaffen. Wir schaffen es hoffentlich bis dahin. Let's go. Friendly Fire vielleicht? Oh, der trifft aber, das ist ein Sniper. Ist das an Friendly Fire? Nee, ist doch aus. Nee. Die Goblins sind echt nicht schlecht. Mhm. Das ist hier kein Kindergeburtstag. Nee. Ich mag die Soundeffekte auch. Ist an, sagt Lobo. Friendly Fire ist an? Nee, guck mal. Ich kann keinen Schaden machen. Vielleicht mit seinem Bumerang? Ah, der Bumerang, ja. Das ist in dem Preview-Branch schon gefixt, aber passt mit dem Bumerang auf. Ja, Lobo wollte uns einfach nur alle vernichten. Ja. Okay. Oh.
Willst du auch Beeren haben, Daniel? Ich hab schon noch welche. Ich habe gerade ein paar Beeren gegessen. Okay. Und ich werde hier jetzt auch ein paar wegschlagen. Schade, dass sie keine Waffen droppen, ne? Ja, die müssen wir halt craften. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Oh oh. Weil hier auch wieder so ein Goblin rumstand. Ja, ja. Ich bin auch nicht vorsichtig hier. Ich nehme an, die Gegner in dem Dungeon werden stärker. Leider ja. Hier gibt's nochmal Beeren, ne? Sammeln wir mal ein, Daniel. Die Beeren, was, oder? Wo? Ach, hier. Sehr gut. Anneliese hat letztens Johannisbeergelee für mich gemacht. Das ist sehr lieb von ihr. Sehr lieb von ihr. Einfach lieb. Es ist auch so, wir heilen über Zeit ganz leicht auch selber. Ah, aber genau. Das dauert. Und wenn wir jetzt hier in mehr Konflikte reingeraten durch die Monster, vor allem wenn wir jetzt hier in die Wüste gehen. Also, ich glaube, meine Empfehlung, wir rennen jetzt einfach. Okay, also man muss nicht jedes Monster töten, was... Nee. Oh je. Ich bin fast voll. Ameisen was? Ameisenlöwe? Ja. Kann man auf den reiten? Boah, hier ist gerade ein Baum gespawnt. Ja, ich habe den gesetzt, weil ich gehofft habe, der Goblin rennt dagegen. Wir müssen nach links, weiter nach links. Pass mit den Geiern auf. Oh mein Gott. Mach sie nicht! Ich hab ihn! Mach sie rennen! Ich renne! Wenn du. Wir verlieren noch Geier. Oh mein Gott, da kommt ein Sandwurm, lauf! Aber es nimmt. Oh Gott! Oh. Boah, aber auf den reiten könnte das ist geil. Nicht. Oh, und der macht viel Schaden, hast du gesagt? Ja, leider. Okay, ich esse ein paar Beeren nochmal. Boah, das ist aber relativ frech, der Kerl. Also, Linie, was hier solange los? In Bewegung bleiben. Oh Gott, ne? Oh Gott, oh Gott! Ich komm nicht durch! Oh doch, ich komm durch! Wie cool der Sandwurm ist! Ich liebe das, wie er springt. Ich liebe das überhaupt nicht. Er soll woanders springen. Oh mein Gott, Daniel, du solltest gehen! Ja, ich geh, ich renne! Lauf! Daniel, lauf! Daniel stirbt. Nein, der frisst dich. Guck mal, vor dir ist der Sandwurm. Ja, ich weiß. Hier vorne rechts ist noch einer, also bleibt links. Kommt hier ins Haus und dann geht ihr auf die Fliesen. Die Sandwürmer kommen nicht durch normalen Boden durch. Oh Gott, hier sind überall Sandwürmer. Das ist ja irre hier. Wir haben eine Mumie im Haus. Wer hat ihn denn reingelassen? Raus mit dir. So. Ah, wo geht's hier rein? Aua, aua, aua. Nein. Ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm jetzt durch die Tür rein, was? Ja. Marci, komm rein. Mach die Tür wieder zu. Oh, sehr gut. So. Easy. Alles. Hier sind Kisten. In den Kisten gibt es Rüstungen und... Oh, Waffentränke. Genau, Tränke. Armschiene des Kapitäns, ja, das bin doch ich. Boah, geil, ein giftiger Wüstenbogen, das bin ja wohl ich. Wuchtige Keule mit Stacheln. Nehme ich immer mit. Alter, Kaktusschild. Lol. Ich nehme mal eine tragbare Fackel mit. Ich bin dann unser Fackelträger. Oh, giftiger Bogen. Was denn, hab ich? Nein, ich wollte mir den gerade rausnehmen, Marci. Dieb. Entschuldigung, hier, du kannst meinen alten Bogen haben. Nehmt euch auf jeden Fall ein bisschen von der Truhe oben, die Doppeltruhe mit. Da sind nämlich ganz viele so Buffs und Potions drin. Oh, ich hab aufgemacht. Hui. Angeln. Oh, was ist denn das hier? Kaktusrüstung? Eisrüstung, das will ich haben. Alter. Boah, hier, ja. Eishandschuhe. Also das sind so Sachen, die kriegt man halt im Laufe des Spiels. Goldspitzhacke. Ist Eisrüstung oder ist Kaktusrüstung krasser? Ihr könnt das ein bisschen gucken. Rechts neben der Ausrüstung hast du so deine Stats. Ansonsten ein großes angefragtes Feature, was sicherlich auch irgendwann mal kommen wird, ist, dass die Werte tatsächlich auch direkt bei dem Item, wenn man so drüber blinkt, sieht, was es bringt. Das ist aktuell noch nicht. Nee, Eisrüstung ist besser Kaktusrüstung. Das klingt auch schon so blöde. Das will ich doch gar nicht. Ah, hier sind Heiltränke. Ich will die geile Rüstung. Kristallherztrank ist einfach ein krasserer Heiltrank, oder was? Ja. Der ist auf jeden Fall. Ich glaube, der gibt sogar noch einen Buff. Ich meine, die Rüstung ist aus Kaktus. Boah, Schutz der Schildkröte. Wenn die mit dir ist, ganz ehrlich. Wie kann man Sachen teilen, so ein Stack? Rechtsklick. Beerenkompott. Ich nehme mir einfach mal was mit, ja? Ja, ja. Also ich bin schon komplett ausgerüstet. Habt ihr alle schon? Dann nehme ich den Rest jetzt hier. Soll ich den Rest nehmen? Ich nehme den Rest. Mhm. Ja, chill. Was ist das denn? Gefüllter Karpfen? Hier gibt's noch ein Eisschwert. Also falls jemand von euch noch eine gute Waffe braucht. Oh ja. Ja, ich habe noch keine Nahkampfwaffe. Keine vernünftige. Noch keine? Also gar keine. Na doch, eine Keule habe ich. Ich habe eine wuchtige Keule. Boah, die ist auch gut. Ja, dann behalte ich die. Dann habe ich das Eisschwert. Wir haben jetzt auch schon zwei Bögen verteilt, ne? An irgendwen. Ich habe einen. Aber ich habe einen normalen Bogen. Okay. Wenn ich mir den hier reinpfeife... Ah, sehr gut. Lobo hat einen. Okay. Okay. Oh, ich habe jetzt ein bisschen Schiss. Seid ihr ready? Nee. Warte. Da ist auch noch ein Ameisenlöwe vor der Tür.
So, oh, Energie. Müssen wir so Fackeln mitnehmen? Ja, eine vermutlich. Ja, ich habe auf jeden Fall eine dabei. Fackeln? Wo sind die denn? Hier vorne links. Ah. Dungeons sind dunkel. Nehmen wir zwei mit, okay. Ich mach jetzt mal kurz auf und kämpf gegen den Ameisenlöwen. Ich hab die Tür kaputt geschossen, ne? Das der macht nichts. Das heißt nur, wir müssen los. Boah, ich hab ihn vergiftet. Geil. Oh mein Gott. Hier, einfach nur einmal, zack. Krass. Der Bogen ist ja mächtig. Der Bogen ist ziemlich krass. Jetzt ist er nicht nur vergiftet, sondern blutet auch. Der Arme. Hier, wo ist der Sandwurm? Ich habe keine Angst mehr vor. Nein! Direkt übermütig so, werden. So, Vorsicht mit denen. Ah! Ja, die sprinten, du. Die chargen. Schicke Flagge stand da. Au! Boah, was, wir kriegen hier Chitin-Schild. Was ist das? Ich will das. Ja, es ist ein Rezept. Also, wir müssen es dann erst noch... Pass auf, die haben so einen Speerangriff nach vorne. Ja, ich sehe das. Lass mal die kiten. Die springen in die Bresche, sobald es möglich ist. Zack. Sehr gut. Guck mal, läuft doch hier. Boah, ich kann jetzt einen gelben Teppich machen. Was macht der jetzt? Ah, hier ist der Dungeon. Okay, krass. Und die sind so zufällig einmal da oder gibt es jetzt mehrere Male den Wüsten-Dungeon? Den Wüsten-Dungeon und auch den Forest-Dungeon gibt es einmal. Mhm. Es gibt, glaube ich, mehrere Eingänge beim Forest-Dungeon. Ist aber derselbe Dungeon. Mhm. Und der Plan ist tatsächlich noch mehrere kleinere Dungeons auch zu haben. Und es gibt aber pro Biom gibt es einen großen, so gesehen. Okay. Um den jetzt zu passieren, ich übergebe jetzt den Schlüssel mal, da kann einer von euch das machen. Oh ja, Daniel. Hier ist der Wüstenverlies-Schlüssel. Okay, wo kriegt man den normalerweise her? Normalerweise craftet man den. Das heißt, wir brauchen genug Materialien aus der Wüste und dann wird er irgendwann freigeschaltet und dann weiß man, alles klar, ich kann ihn jetzt bauen. Angenommen, ich sterbe jetzt, wo würde ich respawnen? Da, wo ich ganz am Anfang gespawnt bin? Können wir schon ein Bett bauen? Da waren Betten in dem Haus gerade. Genau, dann würde ich vorschlagen, einmal rechtsklick an das Bett, dann spawnen wir nämlich da. Das dürfen wir nicht vergessen. Gute Dungeon-Vorbereitung. Wo ist das Bett denn? Also irgendwo lag eins in der Kiste. Hat einer abgebaut. Ah ja, baut das Bett hier mal einfach auf. Ja, kein Problem. Ich mach das. Ich habe ein Bett für uns alle hier. Genau, generell, zu der Frage, Marci, du kannst mit, wenn du stirbst, startest du am ersten Spawn-Point, den du die Welt betreten hast. Oh, Wurm! Es sei, oh Gott. Oh! Und der kann dich dreimal treffen. Oh! Nicht stehen bleiben! Jawohl! Oh Gott, das war. Alter, Wüstenbogen, mein neues Rezept. Sehr schön. Gut, so. Ich gehe zur Tür, ja? Genau, rechtsklick auf die Tür. Und dann mache ich den da rein. Setzt du den Schlüssel ein. Okay, krass. Guck, jetzt guck da auf den Bildschirm. Boah! Lass uns reingehen! Ah. Let's go! Okay. Boah, wenn jede Tür so aufgehen würde, ich finde Türen viel geiler. Sind alle da? Ja, ne? Ja. Wollen wir jetzt die IP von dem Spiel, die Level-ID von dem Spiel droppen, sodass jetzt Leute jetzt nachschauen können, wenn sie wollen? Die bauen ja dann ab und bauen noch weiter und vielleicht kommen wir, wenn wir irgendwann zurückkehren zum Lager, ist da richtig was gebaut oder so. Das ist der schöne Gedanke. Ich hoffe nur, dass der Server das hält. Ach so, okay. Also lieber nicht. Gut, dann machen wir, Frage, ja. Ja, gut, dann machen wir lieber nicht. Und vor allem, wenn wir jetzt hier drin sind, und es kann natürlich zu Lags führen, wenn halt noch mehr Leute wo ganz anders was machen. Ja. Das könnte uns Schwierigkeiten bescheren. Ich will keine Schwierigkeiten. Ja. Safety first, ganz ehrlich. Der Dungeon ist so schon schwer, also... Wie ist denn die Zeit? Wollen wir ein Ticket Raffle schon mal auflösen? Ja, können wir mal. Geil. Dann würde ich das machen. Ihr habt jetzt die letzte Chance, noch einmal euer Ticket in den Ring zu werfen, eure Sternchen in den Ring zu werfen, um ein Ticket für Tinkertown auf den Weg zu bringen. Und mit etwas Glück hier 3 Keys für Steam zu gewinnen. Wie ihr das macht, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Da wird es gerade nochmal vorgemacht vom Currylift. Ausrufezeichen Ticket plus die Anzahl der Tickets, die ihr investieren wollt. Ein Ticket kostet 5 Nerdsternchen, maximal 50. Könnt ihr setzen. Maximal 50. Oh, 50. Sodass die belohnt werden, die regelmäßig Nerds schauen. Wir sind nämlich jeden Tag live hier. Jeden Tag live. Und da kann man mal investieren. Ja, okay, dann 50. Das sind Goblin-Mumien. So. Ja, Vorsicht. Und das Ticket-Raffle ist geschlossen. Oh, Malasch nochmal so gerade rein, glaube ich. Oh, maximal 10. Sorry. Dann habe ich mich, dann ist das mein Fehler. Sorry, mein Fehler. Maximal 10 Tickets, das habe ich nicht mitbekommen. Trotzdem schön. Hoffentlich, 79 Tickets sind jetzt drin. Und der Gewinner, die Gewinnerin ist... DS-Only. Herzlichen Glückwunsch mit einer Gewinnchance von 12,7%. Herzlichen Glückwunsch. Schreib uns bitte eine PN bei Twitch oder eine E-Mail an gewinn@nerdster.de und dann senden wir dir die 3
Keys zu für Tinkertown. Und direkt im selben Atemzug öffnen wir das nächste Ticket Raffle unter mit denselben Bedingungen. Ein Ticket kostet 5 Nerdständchen, maximal 10 Stück könnt ihr einsetzen. Exakt. Sodass all die Leute, die jetzt hier gerade kein Glück hatten, noch einmal eine Chance bekommen. Und alle Leute, die Follow drücken, kriegen 5 Sternchen und können sich so schön ein Ticket kaufen schon. Also kann jeder mitmachen. Jeder. Oder jede. Oder jede. Ganz ehrlich. Oh, der hat mich eingewickelt. Chaturga sagt schon, der ist only bester Mann, weil Chaturga weiß wahrscheinlich, wird er einen der Keys kriegen. Was ist das denn hier? Eine Folterbank. Nein, das ist ein Sarg. Das ist ein Folterbank. Da ist Sand drin. So. Das hat sich ja gelohnt. Ah, die kann man aufmachen. Oh. Daniel, natürlich. Ich hab noch keinen Grab geraubt. Ja, selbst schuld, wenn du noch nicht gelebt hast. Wieso? Der hat mich an sich rangezogen. Ja, das hat er bei mir eben auch gemacht. Wieso macht er das? Der wickelt an ein. Was ist hier drin? Stoff. Nur Stoff. Und hier, Sand. Geil, Alter. Was ist denn das hier? Die Dungeons, die sind jetzt immer gleich, ja? Der Rest ist zufällig gesetzt. Also die Oberwelt ist komplett zufällig generiert. Die Dungeons sind gebaut von uns. Der versucht mich ranzuziehen, der Pepp. Kleb. Ja. Oh nein, Maxi! Aber ich stell mir vor, wenn das jetzt wirklich schon Difficulty wäre, die scalen würde, mit der Anzahl der Spieler, dann RIP. Ja, das ist eine Herausforderung. Ja, das müsste man natürlich gucken, ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache jetzt einen Server auf, einen Community-Server oder so, und jeder macht so sein eigenes Süppchen, und es ist so schwer dadurch nee, geworden. Nee, da musst du dir keine Gedanken machen. Aktuell skaliert das immer nur mit der Nähe. Ah. Als hätten sie so nachgedacht. Du hast einen Obelistenschlüssel, super, mitbringen. Wer hat den? Der liebe Lobo. Der Lobo. Achtung, hier gibt's Sandwürmer. Oh. Die kenne ich schon. Ja, Lobo voraus, bitte. Ich würde sagen, wir rennen über diese Sandgegend drüber. Wollt ihr nach... Also, es geht gleich nach links oder rechts weiter. Und geradeaus. Wir gehen nach... links. Oder wir teilen uns auf. Das ist immer eine gute Idee. Mach sie einfach Horrorfilm-Experte. Ich wollte gerade sagen, ey. So, ich habe die Fackel. Ich habe auch eine. Oh Gott. Ich hab's schon gehört. Da ist er. Oh, mach sie rein! Warte, ich krieg ihn. Nein, oh Gott. Oh, er hat mich gebissen. Wie kannst du nur? Ah, er kommt. Oh, jetzt sind wir alle hier. Oh mein Gott. Wir werden alle sterben. Boah, ist der wild jetzt. Ja, natürlich ist der wild. Oh nein. Der Boden ist weg. Ah, oh, was ist das? Stein. Oh mein Gott. Wir werden sterben. Ah, Leute. Ich stecke jetzt fest. Hast du Energie? Du bist so knapp, glaube ich. Lobo ist auch knapp. Ja, ja. Ich habe Heilen dabei. Oh mein Gott, der Wurm ist aber immer noch da. Den haben wir doch gleich jetzt. Boah, fuck. Oh. Ich habe ihn einmal getroffen. Dass es hier so dunkel ist. Ja, okay, wir haben ihn. Geil, der Stein hat ihn erledigt. Kann das sein? Pass auf die Boulder auf. Das kann sein. Krass. Oh Gott. Ich glaube, der Stein hat ihn erledigt. Kannst du das hier anzünden? Nee, ne? Das sieht nicht aus, wäre das ein Fackel. Nee. Okay. Ah, hier muss man jetzt springen. Ah. Jump'n'Run oder was? Mhm. Let's go. Oh Gott, irgendwer ist gefallen. Können wir uns gegenseitig schieben? Ein bisschen. Oh oh. Aber du kannst eigentlich nicht in den Abgrund schieben. Boah, das ist ganz geil, das Dungeon-Design. Oh mein Gott. Ja, voll. Das ist richtig funny. Vor allen Dingen ist das jetzt auf einmal nochmal so ein anderes Game. Das hat jetzt wirklich Zelda-Vibes gerade. Oh, da hinten ist ein Dörfchen. Hier leben Leute. Hier leben die Mumien. Vorsicht! Ah, die können einen jetzt auch runterschmeißen, vermutlich, ne? Ja. Smart. Warst du beim Design des Dungeons beteiligt? Ja. Also das Dungeon-Design hier ist tatsächlich meins und der liebe Kalix oder Josef hat mir hier tatsächlich unter die Arme geholfen. Unter die Arme geholfen. Genau. Ich meine, natürlich die Programmierung und so ist dann auch von den Jungs, aber wir haben im Endeffekt ein Konzept geschrieben, wie das Ding aufgebaut sein soll, was drin sein soll und haben dann geschaut, was lässt sich überhaupt umsetzen. Boah, ey, aber man kriegt echt viel Schaden hier, ne? Das ist nicht ohne. Wenn wir hier ohne Buffs rein wären, so grünschneelig, wie wir eben waren, ey, hey, Katastrophe. Aber das ist ja auch gut. Ich meine, du hast ja genug Zeit, du kannst ja lernen. Boah, hier ist eine Tür. Die Tür ist ein Fallback, das seht ihr gleich noch, warum. Ach, und guck mal, die Karte, da sehen wir unsere Köpfe, aber keine, kann man eine Karte finden zum Dungeon? Nein. Okay. Das ist aber eine gute Idee, ne?
Oh Gott, Lobo. Oh Gott, alles geht kaputt. Oh, das ist ja gar kein Boden. Ich dachte, es wäre Boden. Nee, wir müssen hier rechts rum. Ich habe zwei Truhen gefunden. Was macht ihr jetzt? Traurig sein. Ich habe einen Teleportationstrank. Was so, pass auf. Hier vorne sind Fallen. Oh, oh. Lauf mal rein. Gucken, was passiert. Ah. Hoffen wir mal, Lobo schafft das auch. Was ist das hier? Oh, mein Gott, Lobo, nein. Oh, 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 oh. Ja, das war... Das war schlecht. Ah, okay, du bist wieder hier. Alles klar. Weil da müssen wir gar nicht hin. Nee, wir müssen... Oh Gott, ich bin gefallen. Oh nein. Hey, Lobo hat mich geschubst. Ich schubst ihn dafür. Ich hab grad hier die Truhen gelootet, Obeliskenschlüssel benutzt und bin jetzt wieder bei euch. Ah, okay, super, super. Kann das sein? Ja, du kommst jetzt da oben wieder raus, ne? Und dann gehst du wieder runter zu uns. Weil es gab keinen Weg mehr, da unten wegzukommen, weil alles angebrochen ist. Ey, wie die Maus aber unscharf auch wird auch, wenn man von der Plattform runter zielt. Ja, das ist das Nichts. Alter. Ah! Oh, das war eine Falle. I like it. Daniel, immer muss man... So, passt oh, auf. Ist das der Boss? Das ist nicht der Boss. Aber das sind die ersten größeren Gegner hier. Boah, und die gibt's dann nur hier? Ah. Ja. Das Feuerwirbel oder was? Ja, die casten das. Sie brauchen nur einen Moment und dann casten sie den und dann während des Casts kannst du die auch angreifen. Also nutzt das. Sobald der Kreis unter dir erscheint, spring am besten weg. Ja. Habe ich. Okay. Oh, oh, Kreis. Drauf. Oh, da haben wir. Sehr gut, ihr habt's. Kein Loot? Droppen Goldbarren. Ach so. Oh, da ist der andere. Den hol ich mir. Ach, kann ich nicht. Was hab ich denn alles dabei? Dann habt ihr den Fischstew? Ich habe einen gefüllten Karpfen. Ah, auch gut. Goldachs, neues Rezept. So ein Teleportationskrank. Wo teleportiert ihr mich hin? Marci, du musst dich mal heilen. Oh, 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 ja. Oh nein. Nicht Daniel! Nein! Oh Gott, du hast dich jetzt rausteleportiert. Ich wollte mein Karpfen essen. Und dann habe ich aber den Teleportationstag gegessen. Okay, lauf einfach durch. Du weißt ja, wo du hin musst. Ja, ich komme zu euch. Beste Crew ever. So, nein, nicht Daniel. Tschüss. Kennst du das Meme mit dem Typ, der dieses Peace-Zeichen macht und einfach verschwindet? Oh Gott, Marci. Du bist ja jetzt ganz alleine. Hab ich. Okay, komm Lobo, wir müssen den Diamant Weg freiräumen. Ja. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Die Mumien respawnen, kann das sein? Ja. Fuck. Die großen Gegner nicht, aber die kleinen. Oh Gott, oh Gott. Könnt ihr Hilfe gebrauchen? Ja, ich bin schon da. Einfach immer ein bisschen mit in Bewegung bleiben. Ja, ja. Wobei die auch Nahkampfangriffe haben, also... Boah, ja, siehste, hast du dir direkt eine gegeben. Ich bin direkt auch dann stunt. Geil, ey. Das ist schon cool. Das macht schon Fun. So, wartet hier noch auf Daniel, wenn wir können. Haben wir noch Zeit? Wir haben noch eine Viertelstunde bestimmt. Ah, läuft. Na klar. Na clear. Also seht ihr, ich habe jetzt zum Beispiel das Gold aufgesammelt und habe jetzt den Wüstenverliesschlüssel als Rezept bekommen. Okay, so, Momentchen. Ich springe hier nach links, dann muss ich nach unten irgendwo, ne? Also ich habe mein Kaktusschild in der Hand. Ich stelle mir vor, wie man aus dem Kaktus einen Schild schnitzt. Hier ist doch nicht richtig. Du kannst die Stacheln vorher abmachen. Da liegt noch Zeug rum. Hier lag auch noch Zeug rum, aber da waren auch noch andere. Der Obeliskenschlüssel, den brauchen wir später. Jo. Das ist schön mit der Sprechblase übrigens, dass der Chat über den Person auftaucht. Mhm. Achso, warte mal, wir wollten ja warten. Oh mein Gott! Sag dem Lobo, er soll zurückkommen. Lobo, wir warten hier auf Daniel. Ist so, Lobo. 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 Keine Events triggern. Ich meine, das ist, ja, ich meine, er wird dann die Konsequenzen spüren. So, ich bin jetzt gleich bei euch, glaube ich. Ja, sieht gut aus. Kommst immer näher. Hier hoch. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ihr lang gegangen seid, aber vermutlich hier lang. Dann hier. Ah, da hinten ist noch so eine Zauberin. Hier seid ihr. Hallo, na? Hallo. Was machen wir jetzt hier? Sind wir bereit? So, los geht's. Weiter runter. Ich kann diese Teleportationstränke nur empfehlen. Einfach toll, oder? War ein Top-Trank.
Hier geht's weiter, hä? Oh! Oh Gott, es geht zu! It's a trap! Als hätten die letzten 1000 Jahre auf uns gewartet. Ich find's halt geil, dass sie irgendwann abhauen, die Gegner. Das finde ich ist so eine coole Mechanik, dass sie nicht einfach nur so stumpfe Viecher sind, sondern dass die auch so denken, so fuck! Das war auch ein sehr cooles Feature, was wir in der letzten Zeit einfach auch weiterentwickelt haben, dass die Gegner wirklich Verhaltensweisen bekommen. Mhm. Im Moment sind die noch etwas einfacher, aber die werden mit und mit komplexer. Mhm. Wo halt das Fragment habe ich gefunden? Lobert, irgendwas sehr gut, aufgehoben. Das brauchen wir. Das Fragment? Ja. Okay, habe ich. Silberbarren. Dann können wir weiter. Was lag ich? War das hier auf der Schale, das Fragment, oder wo war das? Nee, hier unten in der Kiste. Okay, was war hier in der Schale drin? So ein Skarabäus irgendwie. Genau, hat Lobo den eingesammelt? Ja. Sehr gut, wir brauchen den nämlich. Warte mal, was ist, wenn ich hier was anderes reinlege? Sieht man? Oh, man sieht das sogar. Ja. Geil. Also das Fragment ist zum Sammeln. Sehr gut. Okay, perfekt. Damit kannst du dann Sachen craften, also neuere Waffen und so. Ihr habt ja zum Beispiel gesehen am Eingang diese Skelettwächter. Die hatten ja diese Speere. Die kann man zum Beispiel damit dann auch machen. Oh. Fast schon irritierend, dass man nicht von alleine von der Plattform fallen kann. Also wir müssen den Weg zurück, den wir gekommen sind. Und dann gehen wir jetzt nach rechts, oder was? Ich verstehe. Genau. Wir können aber schon mal zeigen, was passiert, wenn man nach oben geht. Mhm. Die haben wir schon ausgelöst. Die hat Lobo schon ausgelöst. Tatsächlich ist es so, wenn ihr mal in eure Equipments guckt, ihr habt ja auch eine Geschwindigkeit, die angegeben wird. Ja. In der Rüstung ist die Geschwindigkeit auch höher und ihr seid dann auch zum Beispiel im Sprung weiter. Das macht es euch dann auch leichter. Aber ihr seid falsch gegangen, ihr beiden. Ja, gut, ihr habt eine Truhe gefunden. Ne? Achso. Bisschen Loot, ist ja nicht schlecht. Bisschen Loot tut gut. Ist das Loot hier im Dungeon auch fest oder auch randomized? Nee, das ist random. Okay. Also bis auf die Quest-Items. Genau, es gibt bestimmte Feste und der Rest ist tatsächlich Zufall. Ich verstehe jenes. Vorsicht mit den Bouldern. Oh. Bouldern? Bouldern? Ja. Alle kriegen Damage. Oh! Oh Gott. Nein, ich bin runtergefallen. Unangenehm. Ja. Lass ihn zurück, er ist zu langsam. Lasst mich Wir brauchen zurück. Ihn nicht. Oh, Kerzen habe ich eigentlich. Oh Gott, hier ist ein Sandwurm. Mach ich fertig. Ja, guck mal da oben auf die Fläche. Da kann euch nichts passieren. Und hier müssen wir dann gleich später lang. Genau, und ihr seht, wenn ihr mal nach ganz oben geht, Lobo, komm mal mit, du hast die Schlüssel. Hier sind diese zwei Statuen. Da müssen wir die entsprechend einsetzen. Krass. Und wenn du den. Setz den ruhig mal ein, Lobo. Ich glaube, du bist aber beim Falschen. Muss man das alles herausfinden oder wird das dann irgendwann eingesagt? Hier, das findet man heraus. Also noch findet man es heraus. Wir wollen ein bisschen mehr Hinweise geben. Genau, dann öffnet sich das. Aber wir brauchen halt, ne, es sind ja zwei. Mmh. Oh. Das heißt, einen holen wir auch noch, hä? Wenn wir das schaffen? Na klar. Ja, sonst vorher mache ich ihn hier aus. Okay. Elite-Squad. Oh Gott. Ah! Elite-Squad tot. Elite-Squad, ja. Totaler Vibe. Immer schießen, Massi, wenn er hochkommt. Versuche ich. Sagst du so leicht? Ja, natürlich. Die Heiltränke sind super. Lobo, hast du dir keine mitgenommen? Oh Gott. Nicht da rein. Das ist eine Falle. Oh nein. Warum ist das eine Falle? Oh Gott. Die kommt da nicht mehr raus. Aua. Der Wurm. Lobo, heil dich. Lobo. Ich frag mit Lobo. Boah, dieser Wurm. Den kannst du auch mit Nahkampfangriffen nicht gut. Ja, also da musst du wirklich mit Fernkampf. Boah, krass. Der mich erwischt. Vorsicht, da sind Fallen. Erwischt mich jedes Mal. Massi, da sind... ich weiß nicht, ob das siehst. Ich sehe. Ja. Ja. Habe ich eigentlich noch mehr Tränke? Ja, ich habe alle schon ausgetrunken. Wenn ihr noch welche braucht, ich habe noch 9 und ein bisschen Fischstew. Ich habe auch noch ein paar Tränke. Hier, ich habe noch 5 Falltränke, kann ich mal hinwerfen. Ich habe einen Karpfen, habe ich. Boah, nice, Mann. Also, meine Karpfen kann ich auch ein bisschen teilen. Hier, guck mal. Da, 3. Ah, geil, diesen Kompott. Dann halte ich mich die ganze Zeit selbst. Hier, guck mal. Kriegt ja auch noch ein paar Fischeintöpfe. Für jeden 3. Oh, danke. Das muss reichen. Das muss lang. Lobo, nimm den mit! Ach, der ist voll. Ja, soll er was anderes rausschmeißen? Sind wir auf dem richtigen Weg, ja, ne? Ja. Oh Gott, ich hab mich aufgepasst.
Aber cool, also hier dann, ich habe halt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt irgendwie auf Fallen treffen und auf so, ich sag mal, Jumping, es sind ja keine Jump'n'Run-Passagen oder was ich meine, ne? Mhm. Und solche richtig großen Gegner und so. So kann das Spiel überraschen. Es wird auch gerade was gefragt, von Vivike, der fragt, wann kann man denn diesen Sandwurm reiten? Ich will nicht mehr. ich weiß es nicht. It's done when it's done. Okay, der Pixel Manuel, der verweist schon auf den Feature Request. Nee, danke, nee, ich würde vorschlagen, alle Vorschläge und Ideen immer per PN per Mail schreiben. Niemals so welche Tools verwenden. Oder PNs über Discord oder so, noch besser. Gar kein Problem, gar kein Problem. Gott, ihr müsst aber auch jede Falle auslösen, ne? Oh, schaut mal, eine Falle. Was sie wohl macht? Oh, hier, der Boden geht kaputt. Oh, der Boden geht kaputt. Doch ein Fisch. Es kann tatsächlich auch passieren, dass die, die Monster reinfallen. Sehr gut, danke Daniel. Bitte der, kein Problem. Gerettet. Serviceorientiert. Werdet ihr auf ewig dankbar sein. Wird er nicht. Okay, dann werde ich meine Anfrage ins Discord posten. Moment, hast du schon? Hier ist ein Wurm in dem Fass. Lass mal oben rum. Oh. Oben rum, sagst ja, du? Ja, hier. Bah. Lösen die Gegner auch die Fallen aus? Ja. Die können auch reinfallen, hat er gerade genau, gesagt. Du kannst also auch Gegner in die Falle locken. In das aber, ich meine auch andere Fallen. Also. Ach so. Boah, ich habe halt keinen Karpfen mehr zum Futtern. Und? Oh, und jetzt? Ja, schade. Versuch's an der Sa- Oh mein oh, Gott. Oh, ein Falkenkrieger. Ah. Oh. Der ist frech. Ich glaube, ich treffe... Oh Gott, er portet sich zu mir. Oh. Nein. Echt cool. Auch coole Gegner, ne? Nicht nur so, ja, ja. Irgendwie so, ja, dieselben nochmal in groß und schwer, sondern die können halt richtig andere Sachen. Ich weiß, der Forest Dungeon damals, da gab es halt einfach viele Skelette drin. Mhm. Ich weiß nicht, was es noch da drin gab. Gab es da auch einen Boss? Der hatte einen Boss, einen Golem. Ah, so einen ja. Großen. Die Skelette waren auch spezielle Skelette. Das waren nicht die klassischen Skelette in der Oberwelt. Die hatten tatsächlich auch Schwert und Schild und sowas. Und es gab auch andere Arten von Goblins. Aber ja, die Monster waren noch etwas einfacher. Das ist natürlich auch der erste Dungeon. Ja, klar. Aber wie gesagt, wird gerade auch überarbeitet. Also macht euch auf eine andere, etwas andere Herausforderung gefasst, wenn er jetzt fertig ist. Ja. Was wird da angepasst? Willst du mal ganz kurz ein, zwei Sachen anteasern? Es gibt auf jeden Fall, ich sag mal, so ein bisschen Lore. Also man erkennt auf einmal, dass der Dungeon sich verändert hat, wenn man ihn vorher kannte. Cool. Und es wird auf jeden Fall auch, es gibt einen neuen Boss. Es gibt auch noch einen neuen Gegnertypen da drin. So viel kann ich schon mal sagen. Boah, eine Falle hier und schon wieder. Das ein paar Features von den alten, von dem Dungeon, den ihr jetzt kennt. Türen öffnen und Schlüssel finden und so, gibt's dann auch. Ja, der hier ist auch um einiges größer, wa? Der ist noch was größer, ja. Oh Gott, ihr seid da jetzt, ich kann euch nicht helfen. Sagte er und tut nur so, als würde er die Tür nicht aufkriegen. Alchemitisch. Ach ja, den Alchemitisch hatte ich auch nicht aufgezählt eben. Ist schon irgendwas Geiles drin hier irgendwo. Nein, ich könnte auch einfach nur Pech gehabt haben. Lass auf jeden Fall weit zusammengehen, damit wir hier nicht... Auch in die Fallen, ja. Hier zusammen durch. Oh, Vorsicht, Falkenkrieger. Gott, und dann schießen die direkt schon drauf. Oh Gott, den anderen nicht pullen. Auf der anderen Seite ist auch noch einer. Der darf das hier nicht mitkriegen. Gib's ihm! Muss ganz leise sein. Okay, nice. Ich glaube, den haben wir. Die Skelette noch. Oh Gott, der zweite. Marci, pass ein bisschen auf deine Health auf. Ja. Boah, der hat. Auf mich ist der. Ja. Marci! Oh, da ist noch was. Oh Gott! Der ist immer noch hinter dir her. Hört nicht auf! Ich esse gib die ganze ihm, gib Ding. Ihm! Mann! Oh Gott! Marci, renn, iss mehr! Du musst mehr essen! Ich esse! Mach den Sieger! Ist er was? Oh mein Gott! Oh, er ist oh, tot! Wir haben ihn!
Oh, boah. Das war aber. Hast du noch Tränke? Nee. Okay, warte, ich geb dir mal. Aber ich heil mich gerade hoch. Alles gut. Ja, aber für den nächsten Kampf. Ach, Quatsch. Wer ist er hier eigentlich? Schlangenpriester. Fisch, ein Topf habe ich auch noch. Ja, nicht da rein. Er ist irgendwie nicht so aktiv wie der andere. Da stimmt was nicht. Aber vielleicht auch besser so. Sein aufgedrehter Bruder und ja. Er jetzt so. Oh, kommt er jetzt mal ein bisschen gechillt hier. Er hat einfach aufgegeben. Ah. Okay. Er hat gesehen, wozu wir entstanden sind. Und schönes Artefakt. Nimmst du das mit, Daniel? Ich nehme das mit. Der hat da Sand hingelegt. Ja, das ist der. Der Indiana Jones drin. Der hat eine Tasche. Ja. Du musst im selben Gewicht was hinterlassen. Okay. So, ich hab noch mal ein bisschen Zeug jetzt hier zum Bach. Bisschen Zeug einfach. Bisschen Zeug. Okay, Moment mal. Das ist ein Tingeling. Was denn? Haben wir das gebaut? Suchst du einen Geheimgang? Oh Gott! Ja, wahrscheinlich müssen wir unten rum. Vergesst, was ich gerade tue. Erstmal angeln. Oh, das geht jetzt hier, ne? Wäre geil, wenn man hier besondere Fische finden könnte. Ach was. Ja, mach sie Angel mal. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch Angel dabei habe. Doch, aber keine Würmer mehr. Fuck! Wir haben die Würmer, glaube ich, drüben gelassen. Oh, ich habe auch keinen dabei, tut mir aber leid. Aber hier ist auch Boden, oder? Ist hier deswegen Boden, um Würmer zu finden? Ist das hier Grasboden? Boah, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was da drunter ist. Müsste man ausprobieren. Hat wer eine Schaufel? Ja, ich habe eine. Probier's aus. Vielleicht hast du Glück. Nee, ich kann nicht buddeln. Ja. Oh, schade. Ja, müsst ihr mit Würmern nochmal wiederkommen. Na toll. Oh. Irgendwie, ich habe 13 Würmer in dem Haus gesehen, das wir da gelassen haben. Irgendwer hat die da. Ja, und es waren noch zwischendurch in den Särgen waren auch Würmer. Ach, ich erinnere mich. Ja, wir haben den Dungeon ein bisschen unstrukturiert an der oberen Stelle. Deswegen, ich war gerade verwirrt, weil ich noch die ältere Version im Kopf hatte. Meine Güte. Meine Güte. Ich lese gerade im Chat, dass Maralesh, also Vivi Keen schreibt, ein Mark S, und das ist einer von unserer Community, schreibt gerade noch im Feature Request Channel. Sandwürmer, Leute. Sandwürmer. Oh mein Gott. Hier ist Brot drin. Hier ist Brot drin. Nice. Ja, oder nicht? Schon. Boah, hier ist eine Osterinselstatue. Moment, heißt das, das spielt auf der Erde? Who knows? Oder vielleicht waren die Osterinsel-Statuenerbauer auch hier unterwegs. Boah, stell dir mal vor. Alter, Aliens. Unfassbar. Aliens confirmed. Das hat doch bestimmt mit nichts anderem was zu tun, diese Osterinselstatue. Ich schieß da mal drauf. Ich mach das kaputt. Ist das besser, wenn das ist ein Fahrzeug? Ja, und? Ja, war schon. Und jetzt? Droppt das Würmer? Nein, keine Würmer. Toll. Tut mir leid. Aber ist das jetzt ein Easter Egg für euch quasi einfach oder ist es auch wichtig für den Dungeon gewesen? Nee, für den Dungeon ist es nicht wichtig. Das ist jetzt eher ein Easter Egg, weil es in dem Forest Dungeon gibt es das auch schon. Da gab es auch so eine Lichtung, wo ja, der. Das sind die Erbauer des Dungeons. Wo der drin ist. Der wird auch in der Oberwelt hier und da mal auftauchen. Okay, cool. Es ist ein wiederkehrendes Symbol. Vielleicht auch eine relevante Story-Bedeutung hat, aber. Oh. Er teast uns einfach, merkst du das? Er teast einfach ein bisschen. Er teast richtig. Er denkt krass. So, oh ja, ich teaste jetzt. Ich teaste jetzt. Ja. Und er teaste. Teastete. So. Oh, hier ist ein Skelett, ich will seine Waffe haben, die sieht richtig cool aus. Die kann man auch kriegen. Aber das ist immer das Befriedigende in solchen Spielen. Alles, was du siehst, kannst du einfach basteln. Hier lang, Leute. Folgt mir, ich kenne mich aus. Oh, na toll. Zurück, zurück. Nee, wir müssen jetzt besiegen. Kein Zurück mehr. Die Tür ist zu. So, sehr gut. Mach sie nicht nochmal. Also Vierer-Konstellation ist, glaube ich, schon eine ganz gute Aufteilung. Daniel, deine Leben? Ja, meine Leben. Denen geht's gut. Oh Gott, ich muss mir aber auch ein bisschen... Ich muss nochmal hier meinen Heiltrank eher zu meinem Fisch legen. Alter, dieser Fischeintopf, was der mir alles für Buffs gibt, ist ja insane. Ja, der ist schon super. Ich würde mehr Fisch hier ist ein Schlüssel. Nimmt ja, den Obeliskenschlüssel nehme ich mal mit. Den brauchen wir, um hier rauszukommen. Und ich nehme mein uraltes Fragment. Falle. Ich wurde vergiftet. Ah, jetzt kommen wir hier... Nee, warte mal. Müssen wir rechts weiter? Was ist hier? Na ja, Raum. Ach, hier müssen wir einen reinlegen, ne? Genau. So ein Obeliskenschlüssel. Okay. Genau, habe ich gerade gemacht. Das heißt, wir sollten jetzt rechts... Genau, jetzt hat sich rechts das geöffnet.
So, wir haben jetzt beide Skarabäen. Yes. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück. Wo lang geht's zurück? Hier runter. Okay. Und die anderen Gänge werden einfach noch ein bisschen mehr Loot, oder was? Genau, es gibt noch ein paar. Wir wollen ja jetzt auch nicht alles spoilern. Nein, nein, ist okay. Ja. Und jetzt wipen wir noch am Boss, ja? Aber so eine Dungeon-Karte zu finden wie in Zelda wäre richtig cool. Ja, ich finde die Idee auch schön. Das ist halt. Es war schon so angedacht, dass man keinen Schlüssel, also keine Map hat im Dungeon, weil man sich da ein bisschen mehr orientieren muss und, ja, und so. Das finde ich auch cool. Oh, was ist hier los? Das sieht so präsentiert aus. Er hat uns zerstören. Oh Gott. Marci im Museum. Das sieht aber präsentiert aus. Das mache ich erstmal kaputt. So gut. Ich habe das Gefühl, Lobo will uns in die Fallen reindrücken. Ja, jetzt kennst du unseren Chat-Moderator. Oh Gott! auf die Fläche. Au! Komm, Chat rauf! Oh Gott, oh Gott. Aber ich meine, der erfüllt seinen Zweck, ne? Er verbreitet Furcht und Schrecken. Ja, das kann er. Der Wurm. Der Lobo. Das kann er, der Lobo. So, wer hat den Skarabäus? Ich hab den. Dann Daniel. Ich hab den. Gebührt die Ehre. Ich glaube die rechte Seite. Ja, 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 ja. Achso, ihr könnt ihn ja auch übrigens wieder rausnehmen, wenn er einmal drin ist, damit ihr den später im Dungeon wieder verwenden könnt. Die Dungeon resetten ja, nachdem wir alle raus sind. Mhm. Und dann müsste man nicht mehr den ganzen Weg links und rechts machen, weil man vielleicht sagt, ich möchte lieber straight zum Boss durch, um ein paar coolere Sachen zu loot. Oh, oder einer Sachen. Ist schon, einer ist schon. Diesmal bewegt er sich auch. Oh, jetzt sind beide. Oh oh. Wer war das? Lange Priester. Eisrüstung ist tatsächlich bis zum Desert Dungeon die stärkste Rüstung. Und was gibt's dann? Will man das verraten? Will man nicht, ne? Also zumindest was die Verteidigungswerte betrifft. Krieg ich Schaden? Warum? Weil ich vergiftet bin. Ja, giftige. Ja, ja. Gehen wir weiter? Boah, also ich habe nur noch 2 Potions. Ich habe noch 8 Fish Stew. Ich habe noch 8 Potions. Hat Mucki eigentlich mitbekommen, dass wir in den Dungeon gehen oder was macht der? Ich glaube, der war gar nicht mehr da. Also er schreibt hier im Ingame-Chat. Ah, doch, der ist oben auf jeden Fall. Ich sehe ihn jetzt gerade. Der ist in der Nähe von einem. So. Ah, ich kann nur. Ah, okay. So, oh, alles rot geworden. Prägt euch mal bitte ein, dass hier 3 rote Flammen leuchten. Wo leuchten 3 rote Flammen? Okay. Achso, ah, alles klar. Unten links. Ah, okay. Oh Gott. Tut mir leid, ich hab die gezogen. Oh oh. Boah, die sind gemein, die Faltenkrieger. Auch mit Nahkampfwaffen schwierig zu erledigen, finde ich. Wobei, wenn du daneben stehst, okay, dann geht's. Oh. Na, dadurch, dass er vergiftet ist, sieht man, wo er auftaucht. Clever. Boah, Marci ist einfach smart. Ne, jetzt hier. Links oder rechts, wo wollt ihr lang? So, eine grüne ist hier, jetzt müsst ihr es auch merken. Gehen wir links lang. Alles klar. Boah, ich bin jetzt schon neugierig, ne? Ich auch. Aber wir haben nicht mehr so viele Tränke. Ich hab keinen mehr. Als wenn wir Tränke brauchen würden. Ja, okay. Hier ist jetzt Wasser, okay. Oh! Wollen wir? Ja, die wollen wir auch umhauen, ne? Marci, do your thing. Ja, genau. Glasflaschen machst du aus Sand. Handschuhe des Magiers. Ja, beziehungsweise du machst Glas, glaube ich, aus Sand. Eventuell kannst du sogar schon die Glasflaschen direkt machen. Oh Gott. Oh. Noch schwer für mich zu erraten, wie weit meine Reichweite ist. Moment, hast du gerade die Schlange vergiftet? Oh, er hat mich vergiftet. Der hat doch so eine Giftaura, der gemeine Mann, ne? Oh ja, mich hat's auch erwischt. Nicht nach links. Nein, 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 nein. Nein, oh, Lobo schießt. Er ist noch nicht. Ja, ich dachte, wir machen den jetzt auch nicht. Wir gehen davon nach rechts, oder? Furum, furum. Fum. Jetzt hier hoch? Mhm. Fum. Hier läuft 2 bei blau. 2 bei blau. Alle 4 bei blau. Ja. Ist das zufällig oder ist das gleich? Nee, das ist gleich noch. 4 lila, 2 blau, 1 grün, 3 rot, okay. Genau, wichtig ist auch, was die Statue da drunter war. What? Was? Kommt er jetzt mit sowas noch? Daniel, du bist gleich tot. Ah, ist okay, also hier, das hier ist Tefnut. Hier 2 blaue. Okay. Ja, es passt schon, die Farbe reicht. Sagt er jetzt. Sagt er so. Sagt er so einfach.
Ich geh einfach in die Mitte durch. Da wurde Malisch hat dieses Sandwurm-Ding angelegt bei euch. Nein! Nein! Was? Was? Oh los? Mein Gott, Daniel! Wo seid ihr? Was passiert? Oh Gott, Daniel hat den. Oh, dann viel Erfolg. Bist du alleine da drin oder was? Wo ist mein Teleportationstrakt? Den hast du verbraucht. Ich geh die Tür wieder auf, wenn ich sterbe, ja, ne? Ja. Okay. Daniel, kannst du bitte ein bisschen weiter unten laufen, dass wir alle das sehen können? Ja, kein Problem. Oh Gott, wir können dir leider nicht helfen. Ja, ich besieg die. Was passiert, wenn ich das jetzt schaffe? Oh, ich bin gestunt. So. Hau sie um. Denk dran, du musst nur die erledigen, die gespawnt worden sind. Ich weiß nicht, ob vorher noch was anderes im Raum war. Keine Ahnung. Oh. Oh, du bist gleich weg. Okay, eine habe ich. Aber ich habe auch keine Tränke mehr. Ich habe noch Beeren. Ich habe keine Beeren mehr. Ich habe einen Kristallherztrank. Sind die cool? Ich glaube, der Falkenjäger hängt. Das ist deine Chance. Los, 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 los. Nimm die Crystal Potion, wenn du sie noch nicht benutzt hast. Hab ich gerade. Oh Gott! Oh, benutze sie! Hab ich doch! Oh Gott. Oh! Ich habe eine Crystal Potion, oder nicht? Oh. Oh jetzt dingst du es auf. Schnell! Alle rein! Oh, die spawnen neu jetzt. Ja. Ich meine, vielleicht war das meine Schuld. Vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde sagen nicht. Ich würde sagen auch nicht. Oh, Alter, wieder. Sag mal, sind wir nur zu zweit? Ist Lobo. Wo ist Lobo? Boah, fuck, Alter, der taucht immer direkt bei mir auf. Wir haben ihn. Schafft ihr es? Ja. Sieht gut aus. Hast du noch Tränke und sowas? Ich habe nur noch 6 von diesen Fish-Stew. Kann ich dir aber abgeben. Nee, ich hab auch. Oh, fuck, ich bin stehen geblieben. Springen zum Ausweichen wäre voll smart gewesen. Oh, yo. Oh, hab ich jetzt erst gelesen, leider. Auch smart, wie die Mumien einen ranziehen. Oh, Gott. Und da kann man ausweichen. Haben wir jetzt. Ja. Oh, nice. Gott, das war knapp. Da ist ja Lobo. Ach so, zum Loot sammeln. Ja, hat unten entspannt weitergemacht. So. Kartoffelecken habe ich. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin gerade wieder bei euch gleich. Oh, sehr schön. Ich war nie weg. Dann warten wir noch schnell auf dich. Ah, wobei, ich bin halt durch die Mitte gelaufen. Lobo ist am Powernappen, der kommt gleich. Powernappen? So, muss ich noch. Wo geht's denn lang? Nee, mach mal ohne mich weiter schon. Ich muss sicher, gucken. Weil das. Jetzt kommt der Boss. Aber wo bin ich denn hier? Ich bin gerade in der Mitte. Du bist aber richtig. Jetzt links. Links. Genau, da hatten wir auf jeden Fall schon mal so ein bisschen aufgeräumt. Einfach weiter, einfach weiter. Ja, ja, okay. Die Großen kommen ja nicht mehr. Das ist schon mal gut. Und jetzt hier hoch? Sind die Fallen jetzt neu gespawnt für ihn? Bei den Fallen bin ich mir gerade tatsächlich nicht sicher. Ich meine, die spawnen nicht neu. Also die sind auch dann deaktiviert. Hier sind wir. Also hast du gerade eine der wenigen ausgelassenen Fallen erwischt. Gut, ne? Ja, hervorragend. Hier, Brot. Oh ja, bist gleich da. Ich muss ja... Oh, das ist lieb, danke. Oh, ich habe ja ich hab auch Brot. Marmeladenbrot. Oh, lecker. Mein ein Erdmarmeladenbrot. Danke, Lobo. Hast du die selbst gemacht? Hast du mir ein Brot geschmiert? Ich will auch Brote jetzt. Ah, das ist ja Daniel. Ja, komm dann. Ich weiß nicht, ob Lobo noch Brot hat. Ich gebe dir mal eins ab, hier. Oh, sweet. Und dann kriegst du auch von mir noch einen Fischeintopf. Ich hätte auch noch Brot. Soll ich das auch noch da lassen? Hier. Aber ich kann da nicht... Jetzt bin ich zu voll. Zu viele Karten. So, wollen wir los? Hier in die Mitte. Ich gehe nicht vor jetzt diesmal. Hier passiert nichts. Gelernt. So, hier sehen nichts. Wir müssen hier dieses Rätsel lüften. Dafür brauchen wir nämlich die Info mit den Fackeln. Aber ich muss ja... Das ist blau. Ach so, die Opfer blau, dreimal, ne? Ja, das ist die Reihenfolge, die beschrieben wird. Lila war viermal. Das heißt, Lila kommt als letztes, weil wir haben 4 Statuen. Ach so. Wie mache ich die an? Rechtsklick. Mhm. Ah ja, okay. Und dann er hier noch. Boah. Und jetzt, wo werden wir... Oh, wir wurden weggeportet. Der Todesgott. Ja, natürlich. Boah, macht der Schaden mit seinem Roundhouse-Kick. Alter, warum gehen die immer auf mich eigentlich? Du bist Server. Boah, und überall Fallen, überall. Alter, ich bin gleich weg. Du kannst ihn aber auch in die Fallen locken, ne? Aber wir machen ihm gut Schaden, Leute.
Au! Wenn er sich wegportet, einfach weglaufen und springen. Keine Chance. Zweite Phase. Wie eine zweite Phase! Davon hat niemand was gesagt. Davon hat mir niemand gesagt. Oh Gott! Ich bin tot. Wieso krieg ich Schaden? Ich krieg nicht drin. Ach, das ist Karabeus. Boah, ist die cool, die Phase. Die ist ziemlich nice. Was? Ich hab nicht aufgepasst. Oh, wieso hab ich Schaden gekriegt? Scheiße! Jetzt kriegen wir es nicht mehr mit! Jetzt kriegen wir es nicht mehr mit! Ich hab nicht auf die Falle aufgepasst! Oh nein! Oh nein, das ist der Letzte, der Lobo ist leer! Lobo, mach es! Lobo, wir können es nicht sehen, aber... Er könnte jetzt alles sagen, er kann gleich einfach sagen, ich hab's easy gemacht. Können wir da noch schnell hinlaufen oder schaffen wir es nicht? Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Oh Mann! Aber es macht aber Bock auf mehr! Aber das Geile ist, alle Zuschauer, die müssen ja selber rausfinden, was passiert, wenn man ihn besiegt. Ja, genau, das wollen wir euch nicht zeigen. Das wollen wir nicht zeigen. Deswegen sind wir einfach nur reingerannt, so blind. Ja. Sehr cool. Boah, wie geil. Aber, und das muss man sich alles erstmal erarbeiten. So. Also ich sehe jetzt schon, dass man wirklich Ziele sich setzen kann. So, ne? Du meinst, Das Progression-System kommt noch, aber jetzt zu wissen, boah, angenommen... Low einfach. Du schaffst das schon. Angenommen, man kennt halt die Dungeons noch nicht und man sagt sich so, okay, ich mache mich jetzt bereit auf den Dungeon. Und du erlebst den und dann machst du dich bereit auf den nächsten Dungeon, du erlebst den hier. Und der macht halt wirklich Spaß. Also der funktioniert. Und der ist nochmal eine ganz andere Erfahrung, wie Marci das schon gesagt hat. Da lohnt es sich auf jeden Fall hinzuzuarbeiten. Und ich bin gespannt, was noch an Progression dann so reinkommt, um das zu unterstützen. Sehr gespannt tatsächlich. Also, Forest Biome wird ja überarbeitet, kriegt einen Dungeon. Und nach dem Forest kommt dann die Eiswelt. Der Dungeon ist auch schon angefangen zu konzeptionieren, also ist schon was ungefähr passieren wird. Mhm. Und das nächste Biom, das kann ich euch auch schon erzählen. Oh ja. Das wird das Lava-Biom. Mhm. Also es wird eine Lava-Gegend geben und natürlich wird die auch einen Dungeon haben. Ne? Mhm. Und Aber das heißt Forest, Wüste, Eis oder Eiswüste? Also im Progression ist es tatsächlich Forest, Wüste, Eis, genau. Mhm. Und wir müssen auch ein bisschen ressourcentechnisch umstellen im Moment. Ja. Aber das ist genau, das ist der Ablauf. Und dann Lava als viertes. Mhm. Ja. Okay. Weiß man schon, gibt es da noch weitere Biome? Habt ihr da schon Ideen? Ja. Also ja, du kannst doch nicht verraten, welches, aber genau. Du kannst so zwei, drei Ideen nehmen. Weil ich frage mich so, okay, was käme als nächstes? Wir haben schon über das Vertikale. Es gab mal eine Ursprungsidee, die wir auch in gewisser Weise noch verfolgen. Da war zum Beispiel auch die Rede von Dschungel, dass man auf so zum Beispiel auch, das war jetzt zum Beispiel auch eine Idee, wo man die Ebene mitgehabt hätte, dass man oben auf dem Dschungel im Endeffekt, auf den oberen Ebenen im Endeffekt rumrennt und irgendwann in den Dungeon halt, der ist dann da drunter geht. Mhm. Das war zum Beispiel eine Idee, dann gab es so mehr oder weniger Inselreich, also wo man dann von Inseln zu Inseln geht und sowas mit so Piraten oder sowas. Ja, ne? Nice. Also ich war da eventuell schon, ne? Weil man weiß, was kommt. Ja. Aber das waren so Konzepte, die wir zum Beispiel auch haben. Ja, und wenn er alle so richtig abpacken wollt, dann macht er noch irgendwie Unterwasserlevel rein, wie auch immer die aussehen können. Aber wir haben uns dagegen ausgesprochen. Ja, das finde ich gut. Nice. Ja. Hervorragend. Vielen Dank für den Einblick in diesen Dungeon. Das ist richtig cool gewesen. Gerne. Das hat mega viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben ganz gut was gezeigt in der Zeit. Wir sind erstaunlich gut vorangekommen. Das hat sehr gut funktioniert. Ja, gut, dass wir früh genug zum Dungeon aufgebrochen sind. Ja und, das war nicht schlecht. Und Lobo lebt immer noch. Ich glaube, der hat das Ding gemacht. Ja, er meinte so, Todesgott weg und ich allein in dem Raum und nu. Da oben gibt es eine Truhe. Ansonsten den Loot vom Loot einsammeln auf jeden Fall. Und da kriegt man dann, das ist zufällig, aber man kriegt auf jeden Fall Anleitungen für diese epischen Waffen, die ihr zum Beispiel gesehen habt, auch Rüstungssets und sowas. Es gibt dann diesen Anubis, gibt es zum Beispiel auch als Kopf, also als Rüstungsset gibt es da auch. Mhm. Genauso gilt das auch diese anderen Gottheiten, die wir getroffen haben. Die haben eine Drop-Chance, dass die zum Beispiel auch als Maske im Endeffekt haben. Also macht es halt irgendwann auch Sinn, mehrmals diesen Dungeon versuchen zu looten, um alles zu kriegen. Auch Ressourcen und sowas kann man in den Dungeons ganz gut farmen. Das heißt, also Gold zum Beispiel gibt es im Desert Dungeon relativ viel. Das lohnt sich dann auch. Ne? Und im Forest Dungeon gibt es auch einige Stellen, wo man dann zum Beispiel Ressourcen wieder abarbeiten kann. Weil in der Oberwelt ist es ja so, wenn du einmal irgendwo alles abgearbeitet hast, ist es weg. Mhm. Ne? Da hilft dann nur noch Farming oder eben in die Dungeons zu gehen. Oder in eine andere Welt. Ja. Genau. Krass. Ja. So wie Lobo hier bei uns. Joint rein, macht den Dungeon, geht wieder. Ja. Komm, der war aber auch schon vorequipped. Klassischer Lobo. Ja. Klassischer Lobo. Geil. Wir haben ja noch dieses Ticket-Raffle offen. Das würde ich sagen, das ist die große Ehre. Oh. Und wir beide marschieren schon mal rüber und machen uns bereit für so das letzte Kapitel der Indiesound NRW Staffel Nummer 5. Staffel Nummer 4, Folge Nummer 5. Einfach das letzte Kapitel Nummer 5. Was haben wir alles verpasst, Leute? Okay. Ja, viel Spaß euch auf eurem Weg da drüben hin.
Ja, lasst es einfach an. Und ich raube euch währenddessen hier ein bisschen aus und snacke das Brot. Boah, Leute, episch war das. Während die beiden ihren Weg rüber machen, hier in den Westflügel des Anwesens, die werden ewig lang brauchen, deswegen haben wir ein bisschen Zeit, um das Raffle aufzulösen. Und ich möchte es noch nicht auflösen. Ich gebe euch noch eine Minute vielleicht, grob, oder 56 Sekunden jetzt nur noch, nochmal mitzumachen. Und zwar geht es um ein Dreierpaket Tinkertown Keys. Ja, eins für dich und zwei deiner Liebsten. Und wie kannst du mitmachen? Mit Ausrufezeichen Stars kannst du abrufen, wie viele Sternchen du hast. Und ein Ticket kostet 5 Sternchen und maximal können 10 Tickets gekauft werden. Bedeutet, mit 50 Sternchen kann man All-In gehen mit Ausrufezeichen Ticket, Leerzeichen der Anzahl, kann man mit einsteigen in das Ticket-Raffle, so wie Vivi Kehn gerade, macht das ganz gut vor, Ausrufezeichen Ticket 10 wurde geschrieben und damit bist du im Topf mit 10 Tickets. Da kommt Nate auch noch mit rein. Ich gebe euch noch 30 Sekunden und dann können wir das mal auflösen. Dann hatten, glaube ich, alle InteressentInnen genug Zeit, um mit reinzugehen. Chaturga, oh, ja, jetzt kommen sie alle. Die Lurker. Hier gibt's ein Dreierpaket Keys. Ich will auch den Todesgott besiegen, sagen sie sich. Oder wissen, was man erangeln kann in dem Dungeon. Ich werde so lange nicht schlafen, bis ich die Angel da reingehalten habe in dieses Wasser. Unfassbar. Werden noch Stars abgerufen. Okay, aber dann lass uns doch das Raffle jetzt in diesem Moment exakt schließen und einen Gewinner oder eine Gewinnerin rauslosen. Ticket Raffle closed. Ganze Menge Tickets. Wer ist der oder die Glückliche? Trommelwirbel. Malisch! Herzlichen Glückwunsch! Du gewinnst für dich und zwei Mitglieder deiner Familie. Keys von Tinkertown. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Keys bekommen möchten von dir, die müssen sich jetzt prügeln irgendwie und die Gewinner kriegen das dann. Du musst halt entscheiden, welche Freunde dir am liebsten sind. Mit dem Streit musst du dann klarkommen. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ja? Und auf dass du dann irgendwann bald auf Sandwürmern reiten kannst vielleicht, ja? Nach deiner Anfrage auf deren Discord. Jetzt, wo das erledigt ist und wo eine Person im Chat nun glücklicher ist als alle anderen, lass mich doch rüberschalten zu euch beiden und dann komme ich hinterhergelaufen. Ein perfekter Plan, lieber Daniel. Da sind wir zurück im Indie-Zone-Set und haben noch ein schönes, großes Thema, bevor wir zum Sendungsfinale kommen, welches Pitch Please sich nennen kann. Und zwar habt ihr eine schöne Grafik mit eurer Roadmap, was im Early Access jetzt noch ansteht. Und vielleicht werfen wir da mal einen kurzen Blick drauf und du kannst erzählen, was jetzt so unmittelbar bevorsteht. Du hast ja schon hier und da ein bisschen geplaudert, was so anstehen könnte. Da sehen wir sie gerade auch noch mal. Vielleicht können wir sie einmal kurz zeigen, weil da ist ganz schön viel drauf zu entdecken. Wir haben jetzt hier Housing Update abgehakt. Dann haben wir hier Character Customization abgehakt. Also ihr wart fleißig. Genau. Also wie man sehen kann, das Lava-Biom ist auch schon offen. Mhm. Mhm. Das erste, was aber jetzt noch abgeschlossen wird, weil man sieht, das Dungeon-Update hat einen Strich, aber noch keinen Haken. Weil smart. Das Dungeon-Update besteht aus drei Teilen, denn wir haben drei Biome und jedes Biom kriegt einen Dungeon, der in sich funktioniert. Und zwar mit dem Biom. Und der bringt aber auch nicht nur diesen Dungeon, sondern wie ihr auch gesehen habt, neue Features. Die Fallen zum Beispiel, die neu dabei sind. Die Arten von Gegnern und so mit ihren neuen Behaviors. Genau. Ja. Kann man Fallen auch craften und bauen irgendwann? Ja. Okay, cool. Also wenn alles läuft, ja. Sehr cool. Ich sag mal ein vorsichtiges. Ist das dann eher für PvP oder auch für PvE gedacht? Für beides. Du hast ja gesehen, im Dungeon, es funktioniert auch gegen einen Gegner. Das heißt, man kann sich damit auch natürlich ein bisschen verteidigen, wenn alles gut funktioniert. Mhm. Genau, das heißt, das Dungeon-Update kommt, es gibt das NPC-Update, worauf ich mich auch zum Beispiel sehr freue, weil das die Welt noch mal mehr belebt. Und das wird ziemlich cool. Das Combat-Update, das ist tatsächlich eine Sache, die wir jetzt auch schon mit einbauen. Das sieht man vielleicht bei den Skelettwachen, hat man das schon gesehen. Die haben eine andere Art und Angriff. Normalerweise ist das immer dieses Swoosh. Ja. Mhm. Und es gibt halt, wir wollen eigentlich drei verschiedene Arten zum Beispiel von Angriffen haben, die auch unterschiedlich gut gegen Gegner funktionieren.
Und das heißt, im Moment gibt es den Swoosh, also den Slash. Dann haben wir jetzt einen, wenn ihr die Speere dann das erste Mal craftet, seht ihr das auch, dann habt ihr nämlich so einen Step Attack. Mhm. Und zum Beispiel gibt es noch Blunt Damage, also Schaden, den man durchschlagen, durchhämmern oder sowas. Ja, ja. Dann für verschiedene Gegnertypen einfach. Genau, genau, sollen die effektiv haben. Das wird dann mit dem Combat Update kommen. Classes. Haha, ich wollte noch nicht drauf zu sprechen kommen am Anfang, weil ich nicht wusste, wie weit das jetzt ist. Weil da habe ich mit Nico auch damals drüber gesprochen. Er meinte, es gibt dann irgendwas wie Schurkenkrieger und Magier. Und ich dachte mir so... Also wenn ihr den Desert Dungeon mal selber schafft, werdet ihr auch das erste Mal Magie zu spüren bekommen. Also selber nutzen können. Das damit, also die ersten magischen Sachen kommen, sind jetzt schon mit dem Desert Dungeon gekommen. Es wird über den Forest Dungeon auch noch mehr eingeführt. Also da gibt es auf jeden Fall schon mehr. Und Klassen, es ist im Moment noch nicht ganz klar, wie wir es abbilden werden. Wir diskutieren, also es wird intern auf jeden Fall auch noch diskutiert, was genau da am meisten Sinn macht. Das bewegt sich in verschiedene Richtungen. Was man jetzt schon sieht, sind zum Beispiel die Rüstungen, die man craften kann, sind unterschiedlich ausgelegt für je nachdem, was du machen willst. Ja. Haben die höhere Agility, das heißt, du kannst zum Beispiel schneller damit schlagen oder gerade für Bogen, also für Fernkämpfer sinnvoller oder für Leute mit Dagger oder so. Das ist also eher das Thief-Set. Dann hast du was, wo du mehr gerüstet bist, da sollst du also eher tanken mit. Ne? Und dann gibt es auch die Circlets, die ihr zum Beispiel, ich glaube, einer von euch hatte die getragen. Ja. Die geben zum Beispiel auch Magie dazu. Also das heißt, da ist es dann zum Beispiel, und Roben gibt es auch, die kann man dann zum Beispiel für den Magier benutzen. Ob es sich weiter dahin entwickelt auch, dass man sagt, man macht Klassen darüber fest, oder ob man sagt, man gibt zum Beispiel Skills oder Fähigkeiten. Das ist noch ein ganz großes anderes Fass, ne? Ja. Was man genau, das ist der Punkt. Und dann dauert der Release wieder länger. Ja. Nee, genau. Und dann gibt es natürlich noch das große Fragezeichen, da kann ich natürlich auch schlecht was zu sagen. Schade. Ihr gehört habt, Features, die requested werden, gibt es viele. Und wir haben ein sehr großes Ohr, was die Community betrifft. Deswegen kann es passieren, dass wir die Struktur, wie ihr sie da seht, es gibt ja jetzt gar keine wirkliche, steht nicht, wir machen erst das, dann das, dann das, kann sich natürlich auch ändern, je nachdem, wo die Community am lautesten schreit oder wo wir einfach auch merken, da ist der größte Bedarf erstmal. Ja. Auf der nächsten Roadmap, die dann übermorgen geupdatet ist, wird aus dem Fragezeichen Sandwurm. Ob das ein komplettes Feature ist? Weil wenn alle damit zufrieden sind, gut für uns. Aber genau. Ja, cool. Aber sehr, sehr geil. Also es ist auf jeden Fall, das ist das Schöne an Early Access Games. Vielleicht noch mal kurz meinen Senf dazu. Weil ich es liebe, wenn ich ein Spiel entdecke und mir gefällt das und ich spiele das schon gerne mit dem Content, den es hat. Und dann wird es andauernd wieder geupdatet. Es gibt mir immer wieder einen Grund reinzuschauen. Mhm. Ist viel geiler, als wenn ich mir ein vollwertiges Spiel hole. Damit bin ich irgendwie nach einer Woche durch und hab dann nichts mehr davon. Ich finde, man kann hier immer so seine Portionen wieder abholen sich vom Spiel und hat da echt eine Menge Content dann. Ja, vor allem der Wiederspielwert, ne? Dass man die Karte nochmal von vorne anfangen will, einfach weil man da nochmal guckt, okay, wie ist jetzt so, wie verhält sich jetzt alles? Genau. Okay. Fee ist auch ready für das große Sandform-Update. Malisch hat richtig viele neue beste Freunde gerade gefunden. Ja. Nachdem er 3 Keys gewonnen hat für Tinkertown. Hey Malisch, ich bin noch dein allerbester Freund. Ja. Okay, jetzt bleibt nur noch eins, Leute. Oh, ich weiß, was es ist. Weißt du auch, was es ist? Moment. Weiß ich es? Es geht, meine Damen und Herren, um das sogenannte Pitch Please. Eins unserer Lieblings-Editions zur aktuellen Indie-Zone NRW-Staffel ist dieses Pitch Please. Einige von euch werden es schon gesehen haben in den vorherigen Folgen. Der oder die Devs haben am Ende der Folge immer noch mal die gezwungene Chance, ihr Spiel in 60 Sekunden euch Zuschauern und uns zu pitchen. Ja? Wie so ein Elevator-Pitch. Sie haben 60 Sekunden, um noch mal alles vorzustellen. Ich meine, ihr kennt das Spiel. Aber es ist eine Art Herausforderung, ob sie das schaffen. Die Grundmechaniken, das Setting und so weiter und so fort vielleicht vorzustellen in 60 Sekunden. Aber es geht nicht so einfach, sondern wir haben da 1, 2, 3 Herausforderungen für die Devs. Und zwar ist das Nummer 1, es sollte ein Zitat benutzt werden. Ja, manch einer hat schon mal Oliver Kahn zitiert bisher. Eine andere Person hat hier... Und Oliver Kahn hat nur Schlaues gesagt. Goethe. Oliver Kahn hat nur Schlaues gesagt. Goethe zitiert, genau. Einige weniger Sachen schlau. Wurden schon zitiert. 2 Medien sollten benutzt werden. Mhm. Und 3 Worte. Die da wären. Die man vorher noch bekommt.
die man spontan bekommt, wie du weißt, Julian. Ja. Die Worte für die heutige Pitch Please Challenge sind dramatisch. Ist dankbar, ne? Ist ein Adjektiv. Wie immer so das Wort kommt und dann wird erstmal kurz so überlegt. Okay, nächste Wort. Also dramatisch ist ein Adjektiv, das ist ja wohl machbar. Das geht ja wohl. Duften. Duften? Duften. Also so wie riechen. Kann ich das irgendwo aufschreiben? Ich glaube, im Chat wird es auch reingeschrieben gleich. Ah, ja, aber du kannst dir gerne, wenn du möchtest. Wir haben nur keinen Stift. Ja, ich habe mein Handy. Ja. Also dramatisch. Oh, warte. Duften wie ja. Geruch. Duften wie der Geruch, ja, der duftet. Dramatisch. Just duften. Duften, ja. Und? Dinkelbrot. Dinkelbrot. Kann ich heute noch. Ah. Ja, siehst du mal. Ja. Das wusste ich. Hervorragend. Dramatisch, duftend, Dinkelbrot. Da steht auch nochmal von Chaturga. Ja, nur nicht duftend, sondern duften. Duften. Ja. Duften. Duften, das Verb. B. Ja, genau. Das sind die drei Wörter. Diesmal alle mit D. Ja. Haben sich ja schon einige jetzt... Wie Dinkerdown halt. Wie Dinkerdown. Dinkeldown. Eigentlich wäre mit T richtig smart gewesen, ne? Ja, wir hätten Dinkeltown draus machen sollen, ne? Ja. Jetzt, wenn man seine Entscheidung bereut einfach. Fühlst du dich bereit für Pitch, Please? Nein. Das wird sich auch nicht ändern. Das Schöne ist nämlich, dass es hier sind es deine letzten Worte, die du an das Publikum und an uns richten kannst. Bedeutet, du hast jetzt nochmal 60 Sekunden Zeit, ja. Tinkertown so zu präsentieren, dass es im Grunde als Videoschnipsel für alle Zeit verfügbar bleibt. Das könnt ihr dann im Grunde benutzen. Wenn ihr dann irgendwann nochmal das Ding vorstellen wollt, dann kannst du einfach diesen Schnipsel nehmen und dann hinschicken. Damit sollte alles gesagt sein, denn danach... Bist du raus aus der Sendung. Das ist das Letzte, was wir heute von dir hören werden. Deswegen sagen wir schon mal Tschüss. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, uns hier auf eine Reise zu schicken in Tinkertown und uns den Dungeon zu zeigen. Richtig gerne. Cool. Mega nice. Ich bin gespannt auf alles, was noch da so kommen mag. Und auf unsere nächste Nerdster Weihnachtsfeier. Ja. Mit Tinkertown. Ja. Also, danke, dass du hier warst. Und... Bin gespannt. Viel Spaß. Mit... Pitch, please. Du kannst anfangen, sobald der Timer kommt. Pitch, please. Wie ein alter weiser Mann bereits sagte, it's dangerous to go alone, take this. Und damit meinte er natürlich, dass man Tinkertown, unser Sandbox-RPG, nicht nur alleine, sondern Multiplayer spielen kann. Das ist super dufte. Und zu dem Duften-Thema haben wir natürlich auch ganz viele Dinge, die der Spieler kriegen kann. Dazu gehören zum Beispiel das Sammeln und das Exploration, der Exploration-Aspekt, aber auch das Farmen von neuen Objekten, wie zum Beispiel Früchten, Obst oder auch anderen Dingen wie Pilze. In dem Spiel bereist man drei verschiedene Gegenden, die Wüste, die Eisgegend und den Forest. Und wir richten uns nach dem EEE-Prinzip, beziehungsweise das 3E-Prinzip, Exploration, also erforschen. Oh mein Gott, ich bin raus. Auf jeden Fall, erschlagen gehört noch dazu und erkunden. Und letzten Endes hat man vier verschiedene... Gott! Ich bin so was. Das war erstmal sehr gut. Fand ich sehr gut. Viele Infos waren drin, aber das Spiel ist so groß. Wie will man das noch alles in 60 Sekunden reinbringen? Es ist ein Sandbox-Spiel. Ja. So, was willst du machen? Ist ja, glaube ich, das erste Mal Pitch-Spiel mit so richtig Zeitknapp halt. Aber ich habe mir auch schon, ich habe mir im Vornherein so gedacht, okay, es ist wirklich das Spiel, was glaube ich bisher, es hat einfach. Die umfangreichsten Content. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, es ist am schwierigsten, wie gesagt, in 60 Sekunden unterzubringen. Trotzdem hervorragend. Ich glaube, das Zitat war sehr, sehr gut gewählt. Das hat mich sowieso überzeugt am Anfang. Ja, sehr gut. Das war top. Ich weiß jetzt Bescheid. Aber ich hatte auch vorher ein Interview. Da wurde viel, viel erzählt zu Tinkertown. Richtig cooles Teil. Bin überzeugt, sagt Schneider Keks. Ja. Ja, auch aber gut. So ich wollte gerade sagen. Genau, hat was Menschliches, wird gerade gesagt. Das ist auch schwierig, ohne Scheiß. In 60 Sekunden das Ding runterzubrechen, gar nicht so leicht. Ich könnte nicht in 60 Sekunden Nerdster erklären, zum Beispiel. Nee. Ist nicht möglich. Nee, könnte ich auch nicht. Ja. Aber ihr wisst jetzt, entweder durch den Pitch oder durch uns, was Tinkertown ist, worum es sich dabei handelt. Mir graut schon, sagt Zell. Er ist nächste Woche dran. Oh ja, hervorragend. Perfekt. Er ist nächste Woche dran. Ihr wisst, worum es sich handelt in Tinkertown, ja? Und habt jetzt natürlich, wenn ihr es nicht gewonnen habt, ab jetzt für die Zukunft, bis es raus ist, die Chance, sich dem Early Access anzuschließen. Wir haben den Link vielleicht nochmal für euch im Chat. Dann könnt ihr da drauf drücken. Entweder Early Access einfach
euch gönnen und dann vielleicht mit Malisch oder DS Only spielen und ihren Freunden. Oder Wishlisten. Ja. Bringt immer noch eine ganze Menge, auch wenn ihr es vielleicht noch nicht sofort vorhabt, euch zu gönnen, sondern erst zu Release oder so. Keine Ahnung. Beispielsweise wollt ihr erfahren, wie geht's weiter mit Tinkertown? Wann kommen die nächsten Updates? Wann und wann erscheint Sandwürmer, das? Genau, wann kommen die Sandwürmer? Dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Und besonders wertvoll ist es, auf Wishlist zu klicken, weil das für das interne Ranking des Steam-Shops sehr wertvoll sein kann, da höher gelistet sein. Jetzt habe ich auch den Wurm drin. Es geht sehr viel um Sandwurm heute. Ja, genau. Sagen. Okay, nächste Woche, Daniel, was erwartet uns in der Indie-Zone NRW? Ich glaube, weniger Sandwürmer als heute. Ja, ja, das Wort werden wir nächste Woche nicht mehr so häufig hören. Es wird magisch, es bleibt im Multiplayer. Ich habe gerade schon gesagt, Zale hier im Chat zu sehen, ist nächste Woche da. Mhm. Und zwar bringt er mit Evil. Mhm. Ja, ein Social Deduction Game. Ja. Habe ich auch vorher das Genre, weil mir überhaupt nicht bekannt ist, dass es das gibt. Aber es schlägt in die Kerbe von Werwölfe, Trouble in Terrorist Town, Among Us, jetzt das letzte relativ neue Beispiel und frische Beispiel. Und die haben alle bewiesen, dass es ein sehr geiles Rezept ist für ein Spiel. Und das Spiel hier macht einige Dinge anders, einige Dinge besonders. Und ich bin sehr gespannt drauf, nicht nur inwiefern uns das taugt, weil ich glaube, es wird uns sehr viel Spaß machen, sondern wie viel es uns taugt. Ja, und wie sehr wir uns danach gestritten haben. Denn ich habe irgendwie so ein Ding bei diesen Hidden Identity Games, ich kenne es übrigens unter dem Namen, keine Ahnung, ob das nochmal eine Sondersparte ist. Ich habe irgendwie die Situation, dass ich immer als erstes verdächtigt und umgebracht werde. Vielleicht will man mich einfach aus dem Spiel haben. Und dann hat man eine schöne Runde oder so, aber irgendwie in jedem Game, keine Ahnung, ist es Werwölfe, ist es Among Us, keine Ahnung, ich werde immer als erstes rausgevotet. Ja, während du dir darüber Gedanken machst. Ja, vielleicht mache ich das mal. Lass uns doch mal in den Trailer reingucken. Nice. Für nächste Woche, ja. Viel Spaß mit einer Vorschau auf Evil. Den gesehen, der im Bett einfach umgebracht wurde, ohne dass er irgendwas gemacht hat, das werde ich sein. Genauso wird das laufen. Und der Chat bestätigt auch gerade, keine Ahnung, warum man es immer auf mich abgesehen hat. Ich bin so ein liebenswerter Typ. Ich bin so nett. Ja, aber das sind auch mit die Ersten, die in Horrorfilmen sterben. Ja. Ja. Wenn du jetzt noch heiß wärst. Ja, aber zum Glück bin ich das nicht. Das würde dich auch vielleicht sonst zu sehr ablenken. Vermutlich. Gut, dass es mich nicht ablenkt, denn dann kann ich weitermachen mit dem Hinweis, dass, wie gesagt, nächste Woche Evil hier stattfinden wird in der Indie-Zone NRW. Dann schon die sechste Folge. Bis dahin müsst ihr gar nicht traurig sein, falls ihr dürstet nach der Indie-Zone NRW. Auf unserem YouTube-Kanal gibt es alle Folgen als Archiv der kompletten ersten drei Staffeln und jetzt der vierten Staffel. Da sind wir sehr gut hinterher. Der Yannick ist sehr gut hinterher, der auch gerade in der Regie sitzt, die ganzen Folgen aufzubereiten und hochzuladen. Wenn ihr also verpasst habt, was letzte Woche abging mit Fairy Fail, könnt ihr das dort sehen. Und wenn ihr innerhalb der nächsten Tage verpasst habt, was heute abging und noch mal genauer reinschalten wollt in das Interview zu Tinkertown, dann könnt ihr auch dort schauen und fündig werden. Ja, oder wenn ihr mal die Staffel 1 sehen wollt. Auch geil. Wenn sie mal deinen Greenscreen sehen wollen. Die legendäre erste Staffel. Ja, es ist diese Origin-Stories. Ich war so dermaßen aufgeregt. Ohne Scheiß. Jedes Mal richtig aufgeregt. Das war irgendwie so komplett neues Teil.
Also wenn Leute auch mal auf dem Dachboden in alten Schatztruhen wühlen wollen, dann empfehle ich diese... Ja. Es fühlt sich, also man sagt die erste Staffel, die alte Staffel, das war Anfang letzten Jahres. Ja, ja, also das ist ja durch diese ganze Corona-Nummer, ist das ja passiert. Alle waren im Homeoffice und wir haben uns gedacht, ey, was können wir da machen? Die Sendezeit war morgens. Das Ding war morgens, die Indies on NW. Die ist halt richtig gewandelt, hat die sich. Zack, und jetzt sitzen wir hier in diesem wunderbaren Studio, in diesem wunderbaren Set. Perfekt. Ach, schön. Und wir werden nächste Woche wieder hier sitzen, nächste Woche Donnerstag, mit Evil, mit auch einigen Gästen. Wir werden eine große Multiplayer-Runde spielen, tatsächlich. Und wir werden morgen nicht hier sitzen, aber nebenan, für alle von euch, die Boss Rush Games mögen, Dingo und ich werden so ein kleines Rennen uns liefern, wer im Game Eldest Souls die Bosse zuerst besiegt, beziehungsweise wer am weitesten kommt. Du besiegst da tatsächlich nur die Bosse. Mhm. Du rennst von Boss zu Boss zu Boss und besiegst. Mhm. Hoffentlich. So die Theorie. So die Theorie. Oder du rennst zum ersten Boss, wipest. Und das ist dann der Content, den wir euch bringen. Ja, nice. Aber wer uns dabei morgen sehen will, der kann da gerne ab 14 Uhr einschalten. Ansonsten zur Indie-Zone nächste Woche, Donnerstag, 16 Uhr. Aller spätestens dann sehen wir uns wieder. Ja. So. Spätestens dann. Marci, sagen wir Tschüss, oder was? Ich würde sagen, wir sagen jetzt Tschüss und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, für eure Gesellschaft heute Abend. Spiel Tinkertown ist ein super schönes, süßes Spiel. Beobachtet das auf Steam. Und allerspätestens nächste Woche Donnerstag, wie jeden Donnerstag um 16 Uhr, sehen wir uns wieder zu Indie-Zone. Ansonsten sind wir von montags bis freitags ab 14 Uhr live auf nerdz.tv. Macht's gut und gute Nacht.